Magic, schönen guten und auch Abend, Tag, hallo und grüß Gott, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Abonnentinnen, Abonnenten, alle, die es demnächst sein werden. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Hunter Call of the Wild. Und wie ihr schon mitbekommen habt, ich werde meinen Grind starten für Weißwedel, Rothirsch. Mal gucken, was so passiert. Im letzten Video habe ich ja auf der Map vom Herrn Möglichen Silver Ridge Peaks ein bisschen für sehr viel tote Tiere und Jagdburg gesorgt. Und das wollen wir heute fortsetzen. Und damit das Ganze auch ein bisschen dynamischer wird und wir noch mehr Jagddruck aufbauen können, habe ich mir mal wieder Verstärkung geholt. Hallo, lieber Thomas. Hallo, lieber Tim. Und damit auch hallo an die Zuschauer, Abonnenten und die dies werden möchten und sollten. Jetzt rede ich schon so wie der Tim. Ja. Schön, ne? So war das gut. Ja, ich freue mich auf jeden Fall wieder dabei zu sein. Vor allen Dingen auch, dass es funktioniert. Gestern da ein paar technische Probleme. Schlussendlich war es der Tipp, so sage ich einfach mal, vom Herrn Löblich, den Computer ganz vom Netz zu holen und einfach mal auslassen und warten. Und das war es dann auch tatsächlich. Ich habe ihn nach einer Stunde wieder angemacht, also wieder einen Stecker gesetzt und es hat funktioniert. Also keine Ahnung, wo dran es gelegen hat, warum der Hunter nicht gestartet ist und diese Fehlermeldung. Oder es wurde zwischenzeitlich von den Entwicklern gefixt, aber da hätte ich dann keine Antwort bekommen, das kann ich mir also nicht vorstellen. Ja, und dann ist man gespannt, wie viele Level ich heute wieder aufsteigen kann, mit eurer Hilfe natürlich, obwohl ich sie ja so doll gar nicht mehr brauche, bin ja schon ein waschechter halber Jäger. Und ja, wie gesagt, ich freue mich und hoffe, dass wir bald dann auch zu dritt sind. Und ja, wünsche allen ZuschauerInnen und denen da draußen viel Spaß beim heutigen Stream. Ja, vielen lieben Dank für die netten, schönen Worte von dir. Und wie du eben schon gesagt hast, wir werden wahrscheinlich noch eine weitere Person als Verstärkung bekommen. Da lassen wir uns aber überraschen. Und ich habe dich eingeladen zu meiner feinen Karte, wo auch wir gestern schon gejagt haben. Nur allerdings auf der Karte vom Herrn Löblich. Schau mal kurz in meine schlaue Liste. Ich glaube, ich werde dieser Bärenspur mal folgen. Denn diese Bärenspur hat Maximalgewicht und Maximalgewicht könnte Diamant sein. Abgesehen davon bin ich hier so schon komplett ausgerüstet, wie wir gestern schon waren. Da habe ich mir gedacht, wenn wir schon anfangen, können wir hier auch direkt so weitermachen. Dann warten wir auf Unterstützung und können dann vielleicht auch noch die Karte mal wechseln. Okay, wir haben hier irgendwie Le Bär, dem Bär ist nichts zu schwer. Der ist hier rumgelaufen, der ist gerade im Ruhegebiet. Der sitzt wahrscheinlich hier irgendwo und chillt ganz entspannt. Auf jeden Fall habe ich gestern sehr, 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 sehr viel Geld verdient. Und der Herr Löblich hat es mir nachgetan. Der hat auch sehr viel Geld verdient. Wir haben einfach mal das gemacht, was man im Hunter machen kann. Einfach alles geschossen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und ich kann euch versprechen, wenn ihr das macht, also wer Geld braucht, Silver Ridge Peaks, das ist so ein bisschen der Geheimtipp. Und zwar Silver Ridge Peaks an den Seen, an dem Doppelsee hier rechts außen, wo ich gerade bin. Wenn ihr da morgens anfangt, dann habt ihr... Also wir hatten beim Herrn Löblich, ich glaube, 40 Gabelböcke irgendwie auf einer Stelle. Und die hatten da ihr Trinkgebiet und ja, sind immer wieder gekommen, ne? Treu doof, wie sie sind.
Ja, haben sich dann natürlich eine Kugel eingefangen. Und mir dann ein bisschen Geld gebracht. Also ich hatte auch gestern noch nie so viele Punkte, ne? Das ist schon... Was hast du gesagt? 21.000, ne? Ja, ich glaube schon. Im Stream kann man es sehen. Also im Video von gestern. Muss doch mal gucken. So, wo sind jetzt hier meine Bärenpferde? Ich sehe eine, die führt hier ins Ruhrgebiet und wieder ins Ruhrgebiet. Ich laufe hier mal rum. Wenn es den Bär stören wird, dann wird er schon, hoffe ich, einmal laut geben und uns davor warnen, dass wir hier doch ein bisschen leiser sein sollen. Oh, warte, hier vorne geht's weg. Ja, und ich habe dann da gestern irgendwann gesagt, so, jetzt fange ich mal an, Tiere einzuführen. Hier geht die wieder zurück. Ich bin ja fassungslos. Also hier ist er langgetrabt. Aber wie gesagt, ich habe gestern irgendwann gesagt, ich sammle mal die ganzen Tiere ein. Und da war ich gerade auf der einen Seite vom See, dann waren auf der anderen Seite schon wieder neue Tiere. Und dann musste ich da natürlich kurz auch ein bisschen hinterher schießen. Ende vom Lied. Ich glaube, ich habe eben neue Munition gekauft. Ich hatte noch 9 Schuss für die 300er und ich glaube 4 Schuss oder 3 für die 303. Hat sich gelohnt. Mit was call ich denn Bären? Mit dem... Warte. Räuberlockpfeife verletztes Kitz. Ah. Das ist doch das Gefiebste da, ne? Ja, genau. Ist mich gerade hier komplett verwirrt. Ich habe Fußspuren von dem Bär, die immer nur hier hinführen. Ich bräuchte mal welche, die hier wieder wegführen, weil ich laufe genau hier, wo er sein aktives Ruhegebiet hat, laufe ich gerade rum. Ich weiß gar nicht, ob du verletztes Kitz schon hast. Doch, das ist auch hier diese... Es gibt verletzte Hase, das ist für Fuchs, Kojote und so weiter. Und für die Großen gibt es das verletzte Kitz. Da. Inventar, Lockmittel, so Rehwild, so, Rehwild, Lockpfeife. Brauchst du hier nicht. Geweihrassel, nee, dann habe ich es nicht. Nee, habe ich nicht. Du brauchst hier den Blocklockrufer für Hirsche. Habe ich nicht. Doch, hast du aber nicht mit. Doch, den Block, doch, den Blöcklockrufer für Hirsche. Genau, den nimmst du mit. Truthahn brauchst du hier, hast du wahrscheinlich noch nicht. Nein. Und verletztes Kitz hast du auch nicht. Und Wapiti hast du auch nicht. Nee. So, jetzt reiche mir jetzt zu sagen, was ich alles nicht hab, ne? Ach so, ja. Ich hab das 7 mm, Junge. Ja, mit der 7 mm können wir dann nachher, wenn wir zu dritt sein sollen würden, mal nach Leighton Lake wechseln. Weil da bist du ja noch nicht gewesen. Denn wir haben dich ja immer fein von Leighton Lake abgehalten, weil wir gesagt haben, das ist gefährlich, dahin zu gehen mit einer kleinen Waffe. Aber ich bin ein bisschen aufgeregt, liebe Freunde. Bär. Aber Bär hast du doch schon geschossen. Und du hast ja auch schon... Ja, aber da war ich nicht allein. Kaffernbüffel Bekanntschaft gemacht und bist auch schon durch einen Kaffernbüffel gestorben. Also im Prinzip hast du jetzt schon fast alles erlebt. Wölfe hast du noch nicht erlebt. Und ich habe im Übrigen letztens ein Tier geschossen, was danach verschwunden ist. Ja, das sind die Zaubertiere. Ja, das sind die Vögel. Ja. Ich habe einfach mal gedacht, komm, so ein Vogel da, ne? Ja. Ein Schuss, ein Treffer. Schön. Und sag ich auch geil, aber dann war er weg. Ja, die kannst du nicht, die kannst du schießen, aber du kannst sie nicht einsammeln. Du bekommst nichts dafür. Ist einfach nur ein bisschen Schießübung. Munitionsverschwendung, was auch immer. Jetzt muss ich gucken, was habe ich denn wo? Okay. Ich habe 4 Waffen dabei und...
Ja, keine Ahnung, wo der Max-Level-Bär hin ist. Ich drehe mich hier so ein bisschen im Kreis. Er ist zum Bedürfnisgebiet gegangen. Ich habe aber keine Spur, die vom Bedürfnisgebiet wegführt. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Das war viel zu hoch. Aber gut, dann fangen wir mal genauso an, wie wir das letzte Mal aufgehört haben. Herr Schirin, wo ist er? Ach du Heiland, wie schlecht war das denn bitte? Wie schlecht war denn dieser Schuss? Ich sag dir, ich hab an beiden Lungen und dem Herz vorbeigeschossen. Und er ist immer noch nicht gestorben. Okay, aus wie viel Meter hast du dann vorbeigeschossen? Ich glaube aus 100. Das aber ganz schön schlecht, ne? Oder ganz schön gut, je nachdem, wie du es interpretieren willst, dass ich da überall dran vorbeigeschossen habe. So, Bär, wo bist du? Ja, ich habe gestern Abend noch kurz mit Herrn Lüttlich telefoniert und er meinte auch so, Leighton Lake kannst du auch alleine machen, obwohl dir die Caller fehlen. Denn selbst bei einem Elch kannst du dich leise ranschleichen. Du musst ein bisschen auf den Wind aufpassen, ein bisschen ruhig sein, aber es geht. Gleiches gilt für den Bären. So, warte. Da vorne müsste doch unser... Oh. Hat nochmal gewarnt, ist umgefallen und gestorben. Gut, das hat ja was länger gedauert. Okay. Okay. Oh, wo ist der denn hin? Das ist was ich gerade nicht verstehe. Warum ist denn die... Warum ist denn die Patrone nicht so richtig reingekommen? Richtige Munition habe ich doch dabei. Verbipscht. Das ist aber komisch jetzt. So, soll ich mal zu dir kommen? Ach, der sitzt da. Gut, dann... wünsche ich dir fröhliche Jagd und Entspannung. Ich gehe mal wieder gucken, ob ich irgendwo meinen Bären finde. Oh, ein Bär geschossen, lag im Knall. Passt. Ja, gratuliere. Aber ich hatte auch, schön, aber ich hatte auch Glück gehabt, weil er hat sich halt gerade in dem Moment aufgerichtet. Ja. Ja, und dann konnte ich natürlich schön in reinlunzen. Flügel einlunzen. Da kommt der Lunzi. Gernhard Reinlunzen ist mein Name. Schönen guten Abend. Gernhard. Beziehungsweise auch schon mal Reinhard von hinten. Was? Deutsches Adelsgeschlecht. Von hinten. Doppel-N, Doppel-T. Muss man natürlich dazu sagen, nicht, dass hier irgendjemand falsches denkt. Wo haben Sie denn Ihren Hauptsitz? Hinten. Am Inn. Hinten? Nee, am Rhein. Schön. Ich habe eben schon mal ein bisschen was mit dem Thomas darüber gesprochen. Ich würde heute gerne 3 Stunden Stream machen und den Rest können wir dann... so noch organisieren. Ja. Hast du? Nein. Gut. Ob ich nicht? Hast du nicht?
Freunde. Freunde, das ist der Anzeigner. So wie so, ja. Pui, halt! Nicht spulen. Was? Nein, jetzt kommst du rein. Garde umschalten hier, oder wieder was? Oder wieder was hier? Ja, weiß ich auch nicht. Also, der Lothar Matthäus, quasi ein Weltklassenspieler. Das ist auch, das ist auch. Der Rapapapa. War da damals auch mal so ein Running Gag. Jean-Pierre Papa, Jean-Papa. Ja, warum ist denn hier schon wieder kein Ton? Ich hab doch extra das umgeschalten, oder? Ach so. Wer? Das heißt, braucht schon Ton im Hunter? Gott, umschalten! Oh Gott. Wo ist er? So, ich hab den Bär. Den? Hier ist ein Puma. Seid ihr wieder in Silver Ridge, ja, aber ich würde dann gerne mit dir vielleicht mal mit. Ja, was denn? Shit, Entschuldigung. Ich finde es schön gerade, ne? Also. Schick mir mal eine Einladung oder wieder was? Oder wie? Mach doch bitte mal Layton auf, oder? Dann würden wir den Thomas mal auf Layton nehmen. Oder mach ich mal Layton auf hier? Ach so, sag mal, Thomas, sind wir denn eigentlich mittlerweile schon. Sind wir? Sind wir. Das ist auf jeden Fall großartig, da werde ich immer, Spül. Da erstellen wir mal einen Spül. Ja, das ist gut, dann werde ich. Dann machen wir einen Spieler. Dann spiele ich. Dann spiele ich. Rüdrat. Lass ich den Bären mal Bären sein. Warte auf deine Einladung und. Dann machen wir Leighton Lake unsicher. Da können wir theoretisch doch komplett so ausgestattet bleiben, ne? Nee, das können wir machen. Außer so ein paar. Lockmittel müssten wir dann ändern. Lickmottel. Lipmockel. Mocklittel. So, wir hätten nämlich für die 1 hätten wir einen Hasen und die Ente. Coyote ist 2. Oh, da müsste ich vielleicht eine Waffe ändern. Dann haben wir die Schwarz-Weiß-Wedel. Dann haben wir einen Elch, Schwarzbär und Wapiti. Elch. Da müssten wir eigentlich nur die 22er wechseln, ne? Oh, Zeptoran. 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 Das wird unser neuer Teamspruch. Zack, Zeptoran. Das brüllen wir dann noch immer, wenn wir gemeinsam im Kampf gegen das Unrecht das Gute verteidigen. Ich finde, wir sollten unser T-Shirt machen. Schön. Zack, Zeptoran. Ja. Ah, scheiße. Das wäre ehrlich. Mit einem Häkchen drunter. Und ja. Ein X. Oh ja, also ich bin für Zaktzeptowan, ja. Zaktzeptowan, Zaktzeptowan. So, ich hatte eben auf der Karte, wo wir zuvor tätig waren, ja. Einen Schuss, einen Treffer tödlich, einen Stufenaufstieg. Das nenne ich doch. Nein! Doch! Oh. Nein! Oh. Einfach so einen. Stufen auf. Weißwedel. Muskat, Herr Müller. Wir brauchen Elch. Wir brauchen Wapiti. Wir brauchen verletztes Kitz und verletzten. Verletzte Hasen. Kitz? Was? Howard. Was gibt es hier noch? Zimtente, ne? Sollen wir auch Enten machen oder machen wir. Ich mag keine Ente. Ich mag keine Ente. Ich finde, wenn Ente irgendwo ist, kann man einfach schießen, oder? Natürlich. Haben wir hier Coyote. Das ist mein Freund, der sogenannte Coyote. Mein Name ist Jote und das ist mein Freund, der Coyote. Oh, Grunz, Räuber, Wapiti. Ach, Elch. Elch. Also ich habe Löckrufer für die Hirsche. Yes. Den habe ich. Dann habe ich, also musste ich kaufen, den Deluxe-Enten, die Deluxe-Enten-Lockpfeife. Ja. Die habe, also die kann ich mir nicht mehr kaufen. Ich habe die Geweihrasse. Braucht man nicht. Ich habe die Kanada, hier, die Kanada-Gans, ne, die Kanada-Gans-Lockpfeife. Kanada ganz locker auch mitmachen, ja, ne? Kanada ganz locker, von Jugel. Brauchst du nicht. Kanna brauchst du nicht und
Dreh auch nicht. Du kannst nach Kids oder was sind das? Hase. Ja, habe ich nicht. Kann ich nicht. Hase. Stufe 25. Beides? Was war das andere noch? Hase. Verletzte. Hase. Hase, verletztes Kids. Eins von beiden solltest du aber nicht. Hase müsstest du können. Hase kann ich, ja. Ja, bringst du mit. Du, und den Glücksente noch Pfeife brauchen wir nicht? Nee. Gut. Wenn wir Enten sehen. Oh mein Gott, ist das dunkel! Mein Gott! Es ist so gottverdammt dunkel hier, Tim. Mal munkeln gehen. Das macht mir etwas Angst, aber nun gut. Was? Also, Rehwild, Blockpfeife brauche ich nicht. Nö. Geweihrassel? Nö. Blöcklockrufer für Hirsche? Ja. Blöcklock, Dr. Ringding. Gut. Kannst auch einen Brunslockrufer mitnehmen, wenn du hast. Hat er nicht. Nee, hab ich nicht. Ich habe jetzt da nur das Ding für die Hirsche und für die Hase. Mehr han ich nicht. Han ich nicht. Han ich nicht. Jot. So, Gewehre. No, und andere Schießeisen habe ich jetzt. Was habe ich denn da dabei? Scheiß Eisen. Nee. Was? Let's do some 7mm. 7mm. Nie im Leben. Ach, Peter. Oh, ich habe Schnellreise gemacht. Aus Versehen, ich wollte gar nicht. Was machen? Psst. Weiß keiner. Hat keiner mitbekommen. Ich reise einfach direkt wieder zurück und dann ist ihm das gar nicht aufgefallen. Geil, wenn du nachts im Wald sitzt, so 50 Meter von so einem Bären entfernt, der dich noch nicht entdeckt hat, und dann machst du so. I spotted some tracks earlier. Yeah. Close to where you're at right now. Close to the coordinates. Oh yeah, the coordinates for the F6. Alpha. Wegpunkt anzeigen. Partisan, Wegpunkt anzeigen. 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 Bäh. So. Herr Partisan, lass uns doch mal 600 Meter in Richtung Nordost ziehen. Oh, da unten haben wir schon einen schwarzen Wedel, da kannst du sogar drauf antworten, Arsch. Denn du hast ja den Blöcklockrufer. Blöcklockrufer für Hirsche. Blöcklock, Dr. Ringding. Ich glaube, Partisan ist japanisch und heißt eigentlich Partisan. Das ist italienisch. Ah, ist das nicht dieser Käse? Ja, genau, deswegen. Das ist Käse. Special Partisan-Käse auf die Pizza. Ja, aber nur den 083er. Das ist Partisan-Käse auf das Gazpacho. Das ist die Reibestärke. Wie fein der Partisan-Käse gerieben ist. Mhm. Ihr wisst aber schon, dass es je öfter man sich da so einen Scheiß da, dass man da auch es glaubt. Ja, wir können ja mal den Martin fragen, ob das hier die Beta, die neue Beta-Map ist. Von der Berlin-Map. Martin. Nee, kann ja Martin gar nicht. Hier gibt's ja nicht die großen Waschbären. Ui. Öl. Was kreut er denn? Schwarzwedo. Wir stehen zwar ein bisschen im Wind, ne? Ich würde doch mal nach einem Elch rufen. Die gibt's nämlich auch hier in der Gegend. So, ich lass dich mal mit dem Schwarzwedelchen alleine, ne? Ich gehe mal hier so ein bisschen nach Räserum, nach Nordosten zu dem Hochsitz. Räserum. Räserum, komm mal längs. Räserum, ringer, räserum. Oh, you're the one. Moment, you schwimmt me, Junge. Junge, da kannst du mal gucken hier, da ist auf der Mobbe, die noch spritzt hat, Junge. Oh, Mobbe, du führst alles. Weißt du, wo das Ding rührt? Haha, ich habe eine Kiste gefunden. Da habe ich aufgemacht, kannst du Figuren rausnehmen. Da kannst du die Kiste aufmachen, kannst du Figuren rausnehmen.
Da kannst du den Deckel wieder drauf machen und dann kannst du aber den Deckel wieder aufmachen, dann kannst du den Gurren wieder rindern und den Deckel wieder drauf machen. Oder? Oh, ein bisschen. Real Talk, ich muss mal ganz kurz dem Herrn Löblich noch einen Dank aussprechen. Schwarzen Kaffee, was? Einen Dank aussprechen. Gerne. Im Namen sehr von gerne. Triple. Oh. Der hat eben von mir deinen Shader bekommen. Genau, das war seine Aussage. Das sieht aber schon hier schon nett aus. Und ja, das sieht nett aus. Ach, guck mal hier, ich hätte hier einen männlichen Elchbullen, der sich hier mir... Der hat gecallt, aber ich kann ihn noch nicht sehen. Der ist nämlich noch so ein bisschen im Gestrüpp, der fiese Möb. Hey, hier ist der Bär. Warte, der uns hieß der Bär. Wer ist der Bär? The Season. Season Mod. So, der... Schön, hat sich da drüben hingestellt. Der Ölk. Und Schwarzwedel ist beim Thomas irgendwo. Da ist der Bär. Die alte Arschkrampen. Bertimaeus. Was ist der denn? Wie ist der denn? Warum kommt er nicht näher ran? The Moose. Oh Gott, hier sind zwei Bären. Okay, da sehe ich was durch. Der sogenannte Zweibär. Warum sehe ich hier nur den einen? Wo ist denn der zweite? Oh, ich sehe ihn da hinten durch die Bäume stapfen, aber so richtig Bock aufs näher rankommen hat er. Da kommt er. Und es ist doch nur ein Dreier. Mein Gott. Dreier BMW, da sind wir wieder. Kann ich den mit der Hunzinger gut schießen? Okay, keine. Ich probier's nicht. Kriegt eine Lunge und gut ist. Schwuppdiwupp. Und einmal umfallen. Dankeschön. Och, die alte. Ich habe eben mit einer 303 auf einen kleinen Maultierhirsch geschossen und habe nur Muskel getroffen. Also das Projektil ist nicht tief eingedrungen. Da war ich gerade etwas überrascht. Gut, da knallt es. Das klingt nach 7 mm. Dick. 7 mm. Hund, komm mit. Mann, kann man dieser Regen aufhören? Ich höre nichts. Trophäe bestätigen, einfach Lunge. Oh, da ist ja noch einer. Das Dreibärchen. Was? What the heck? 5 muss ich drücken, ne? Genau. Okay, der Bär ist schon mal tot gestorben. Irgendwo ist hier noch der Sechser. Schön mit Pfeil und Bogen. Knickknack. Hatte ich mir auch überlegt, ob ich da nicht mal was einpacken soll. Oh, ich bin ja immer noch ein sehr großer Freund davon. Damit habe ich ja auch meine Anfänge gemacht, ne? Erinnerst du dich? Ich habe irgendwie. Ja, du hattest irgendwie immer Pfeil und Bogen dabei. Sehr viel Pfeil und Bogen. Und dich dann gewundert, warum du bestimmte
Munition für Gewehre und so nicht kaufen kannst, weil du keine Gewehrpunkte hattest. 85 Meter mit dem Bogen. Den Ding. Kascheng. Ja, warum ist denn der Sechser? Ah. Ah ne, das ist ein Schwarzwedel. Na, ich habe auch ein Schwarzwedelchen geschossen. Ich habe mir mal überlegt und gedenkt, ich verbrauche mal hier die Minemunition. Ja, wenn man sie schon mal hat. Dann kann man sie auch mal verbrauchen. Die wird ja sonst schlecht. So eine Bleikugel, das ist nicht gut, ne? Die müssen auch weg. Ja. Der Bär ist tot, der Bär ist tot. Das wird sowieso gleich witzig, ne? Guckst du mal kurz auf die Punkte und da siehst du, der Herr Löblich 0, aber das, wenn er gleich anfängt, seine Bären einzusammeln, dann sind wir ganz schnell im Hintertreffen. So wie jetzt? Genau. Nee, wo ist denn der zweite Bär hin? Thomas, lebst du noch? Ja, ich bin konzentriert. Weißt du, das ist, wenn man auch so erkrankt ist wie ich, ist nicht so einfach. Das muss man auch ganz klar mal... Kommt denn dieser Weißwedel her? Schwarz! 40, sucht! Wo hast du denn hier Weißwedel stehen auf der Karte? In der Mitte an den Seehen. An den Sägen? Da ist Weißwedel. Ach, da ist Weißwedel. Oh, ist da der Bär? Da ist da der Bär. Der Sechsbär. Der sechste Bär. Oh. Ist der weg? 60 Meter? Jawohl. Brauche ich 600 Gramm Pfeil. Null Distanz. Das schwere Bogenvisier. Da müsste man echt mal. Da müsste man mal über. Es gibt eine Errungenschaft mit getötete Tiere mit dem Alexander Langbogen. Ja, damit habe ich noch nie irgendein Tier geschossen. Den habe ich noch nicht einmal in der Hand gehabt. Ja, und du triffst auch irgendwie. Das ist alles nicht so einfach mit dem. Das glaube ich. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich wollte aufstehen und habe Pfeifen gedrückt. Ach, schön. Wie blöd man sein kann. Klassische Anfängerfehler. Ach, immer diese falsche Waffe hier. Es regnet. Der übertüncht doch auch meinen Geruch, oder nicht? Ein bisschen. So laut auf dem Ohr. Kasching, und ich bin 5 Kilometer von dir weg. Oder redest du vom Regen? Nee, das... hier ist ab und zu mal so ein... Ich habe ja alles so volle Lautstärke. Blö. Der Blö-Lockrufer für Kirschen. Hirschen. In Kirschfelden. Kirschfelden. Kirschenhirschen. Ich geh mal gucken, ob ich irgendwo ein Weißwedel. Thema Weißwedel. Ich habe gesehen, in einem Video vom Pantoffelplace, der hat in Mississippi gejagt. Und zwar oben rechts in der Ecke, wo ich dir gesagt habe, guck mal, da oben, da gibt es keine Alligatoren, das ist ja gewöhnlich. Alligator Lake. Achso, da, ja. Unten rechts. War das nicht unten rechts? Nee, oben rechts ist Gator Lake, da sind auch Weißwedel. Aber unten rechts im Gebirge sind auch Weißwedel. Ich glaube, es gibt so 3-4 Stellen, wo so eine kleine Herde steht. Ne? So 3-4 Tiere. Meine Überlegung, was ist, wenn ich dort einen Grind mache? Und nur dort? Weil mein Gedanke ist ja, dass die Tiere, wenn die spawnen, außerhalb der Karte spawnen,
und in ihr Bedürfnisgebiet laufen. Und die Kartengrenze ist da oben sehr, sehr nah. Meinst du, das Spiel ist so schlau, dass sie von da kommen? Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es denn. Also wenn wäre das, wär das eine interessante Sache oder These, die man mal dort überprüfen könnte, oder? Weil es heißt ja auch im Netz, dass gespawnte Tiere ungefähr einen Tag brauchen, bis sie wieder in ihrem Gebiet oder so sind. Und das passt ja ungefähr mit dem, was wir auch erlebt haben, mit dem dem kompletten Respawn der Tiere, ne? Wir sind ja quasi einen ganzen Tag rumgegangen und haben nichts gesehen. Also Ingame-Tag. Und dann kamen ja so nach und nach die Tiere erst. Oh, hallo. Elch, du liegst da aber fein. Leider kann ich dich aber gar nicht so spotten. Ich weiß gar nicht, wie weit du weg bist. Du bist doch keine 300 Meter weg. Oh, das ist 200 Meter weg, ich wollte gerade sagen. So, eine Lunge hat er sich gefangen. Ach, scheiße. Vielleicht auch eine zweite. Man weiß nicht. Durch ein tief geflogener Pfeil. So viel zu den Sitzungspunkten. Wenn man die Viecher natürlich nicht ordentlich trifft. Dann braucht man ein bisschen was, ja. Schade. Ärgerlich. Suchen gehen, je nachdem, ne? Nee, der Pfeil war groß genug. Der ist schon schnell gestorben, aber weil der ist halt einmal von vorne nach hinten durchgeflogen, aber hat halt einfach nicht die Lunge getroffen. Ach so. Ärgerlich. Unangenehm. Unangenehm. Hund, hast du irgendwo eine Schweißfährte, die wir vielleicht noch verfolgen könnten? Hund. Blonde. Ich wäre dir sehr verbunden. Es ist hier sehr viel hohes Schilf. Steckt da eine Schaufel im Boden? Ja, da steckt eine Schaufel im Boden. Und da ist die Schaufel vom Elch. Dann gehen wir uns den da mal holen, wa? Schwarzwedel. Die sind auch cool, ne? Die Schwarzwedel. Der muss hier irgend... Ah, da läuft doch alles klar. Da läuft er nicht mehr. Ja, wobei ich sagen muss, die Schwarzwedelchen hier sind bis jetzt alle nur weiblich, ne? Ich weiß nicht, was du da mit den Männlichen gemacht hast. Aber erstmal Elch mitnehmen. Der hat nämlich ein paar schöne Schäufelchen hier. In Gold. 208,3. Nicey. Hat sich gerade schön am Huf gekratzt. Da traf ihn doch der Schlag. Rumgeknabbert. Ja, das war das letzte Knabbern, was er noch so erlebt hat. Oh ja, das schön nochmal ein bisschen. Schön. Oh, aber gut getroffen. Sogar eine Doppellunge. Sogar eine Doppellunge im hohen Schilf. Lag er. Habe ich aus dem Augenwinkel. Lag er. Mit dem Fernglas gespottet. Wenn der Thomas Hilfe braucht, soll er sich bitte melden. Nicht Kojoten? Wie kann ich den locken? Räuber, Locken, Pfeifer, Hase. Oh ja, das ist gut. Das ist ja schon. Räuber, Locken, hallo, wer ist Räuber, Locken, Hase, Pfeife? Äh,
Nicht mit der 7mm. Ne, das war ein Bär. Okay, den mit der 7mm. Ja. Dem Bär ist als Ingenieur nichts zu schwör. Oh, oh, oh. So, da liegt er. Der Bär. Der Liebherr. Nee, das ist Kran, ne? Ich bin hier immer noch auf der Suche nach irgendwelchen Spuren von einem Weiß Whale. Aber es ist aktuell nur Schwarzwedelchen hier, ne? Das ist ein bisschen schade. Aber Schwarzwedel und Weißwedel sind noch gut befreundet, ne? Auch hier, Weißwedel. Ja, auch Schweißwedel und Warzwedel auch. Mein Freund, der Bär. Tot. Der ist nicht mehr. Todelig. Todelig? Todelig. Todelig gestorben. Todelig, da liegt da. So, was haben wir denn hier für ein Bedürfnisgebiet? Futter. Aber. White Whale, von Mitternacht bis 4 Uhr morgens liegen die hier und pennen. Dann gehen sie was trinken. Finde ich, ist eine gute Reihenfolge. Nach dem Schlafen erstmal was trinken hier. Direkt erstmal einen reintun. Was? Damit anfangen, womit man aufhört. Oh, Kojoten trinken hier auch. Mhm. Oh, servus. Dein Co. ist hier. Ja, das ist doch ein Co-Idiote. So, zur Not holen wir uns die Elchdame. Sofern wir hier nichts Weißwedelmäßiges sehen. Wie spät haben wir es denn überhaupt? 6 oder so? 30, das ist doch... Eigentlich... Da ist doch was. Hallo, Weißwedel. Ich wollte doch sagen, das kann ja wohl nicht sein, dass der hier nicht trifft, nur weil er einen Schritt in eine Senke tut. Das wäre ja hier... Fatal! Fatal Attraction. So, ich habe auf jeden Fall schon mal 2 männliche Weißwedel für dich hier wieder runtergeschossen von der Karte. Da. Okay, die Elchdame wird es auch nicht überleben. Dann hätten wir das auch erledigt. Also ich muss sagen, dass mit diesem Einschuss-Hunzinger-Gewehr, wie auch immer, ne, das ist schon... Perkussionsgewehr. Das Ding kann schon ein bisschen was, aber wenn du auch so eine Herde da hast, dann hast du echt ein Problem. Ja. Oder du lässt dir sehr viel Zeit und wartest, bis sie wiederkommen, ne? Ja. Weil die Zeit hast du ja, ne? Wenn du so 3 Stunden zum Nachladen brauchst. Liebäugelt ja immer noch mit dem neuen Waffenpack, ne? Aber im Moment zum Vollpreis werde ich es mir auf keinen Fall holen.
zum Vollpreis von 3,99 Euro. Ja, finde ich, mach ich nicht. Sehe ich nicht ein. Das kriegen sie nicht. Dafür, dass ich da nur eine Waffe von benutzen möchte. Und ich ja auch eigentlich mit denen, die ich ja habe. Du hast so die Season verlassen. Wer hat die Season verlassen? Du. Ja, wie? Stand da gerade. Ja, schön. Dann muss ich wahrscheinlich jetzt... Ich sammle den einen Elch noch ein. Und dann möchte man mich... Gehe ich ins Hauptmenü, dann müsste mich bitte nochmal einladen. Nö. Wäre sehr freundlich. Schön ist, deine Punkte sind dann erstmal wieder zurückgesetzt, ne? Das könnte passieren, ja. Ist aber auch nicht verkehrt, weil ich habe hier drohendes Klopfen eines Hasen. Klohende Tropfen? Das tropfende Klo? Was? Oh, zack. Und ich bin auch. Auch? Okay. Was ist denn los hier? Jetzt habe ich schon wieder diesen... Okay. Hast du auch eine Fehlermeldung bekommen? Nee, ich bin auch noch im Spiel drin. Ich sehe auch dich noch und ich sehe auch den Herrn Lüttich noch. Ja, du solltest aber auf der Karte theoretisch keine Bewegung von mir sehen. Wo bist du denn? Lass mich mal gerade den Elch einsammeln. Dann habe ich da das schon mal erledigt. Außerdem drohen hier die Hasen klopfen. Das ist gefährlich. Bin ich jetzt mal gespannt, ob ich überhaupt wieder aufs ins. Was soll das denn sein? Ja, also wenn das jetzt noch ein paar Mal passiert, dann kann ich aber auch keine Mistung raus. Ah, ist der Hunter. Dann, Call of the Bugs. Hunter Call of the Wild. Call of the Bugs. Wo bin ich denn hier? Wo hab ich denn den Eingedei? Getrennt. Synchronisierung fehlgeschlagen. Also ins Menü komme ich wieder rein. Ja, bei mir seid ihr jetzt auch bei The Rouse. Gut, dann. Zack, zack, du waren wir mal kurz. Zack, zack, du waren. Oh, hier. Zack, zack, du waren. Schön. Eine Einladung. Das von mir möglich. Das lohnt sich mir. Nice! Hat er schon drückt? Zack, zack, du waren. Hier trete mehr Spieler links hier bei. Also. Na, ich habe angenommen, aber es ist gerade noch. Es lädt noch. Es ist ein schwarzer Monitor. Oh, das hatten wir letztens auch. Ich will nicht, dass es lädt. Herr Löblich ist der Session beigetreten und zack, da sind wir dabei. Das ist prima. Ich habe eine Punkte noch. Ich habe einmal 1400 Punkte. Wie war Call of the Wild? Du bist aber hier noch nicht im Spiel bei mir, ne? Ich schon. Ich habe hier den Herrn Löblich. Ja. Der ist da. Ich habe nur mich und den Herrn Löblich. Ich habe mich und den Herrn Löblich. Wie viel, guck mal bitte, drück mal I. Wie viele Punkte hast du? 1972. Ach, das ist ja witzig. Die hattest du vorher auch nicht. Ja, ihr habt eure Punkte wieder. Ja, aber. Nee, ich hatte keine 1400 Punkte. Doch, ich hatte 1400 Punkte. Klar, das sind 1400 Punkte. Ich würde immer sagen, hatte ich. Wenn du mehr hattest als ursprünglich, immer sagen, ja. Ja, sicher. Aber irgendwas läuft nicht synchron, weil ich sehe ja den Thomas nicht. Ja. Thomas, siehst du uns beide? Ich sehe nur dich. Pass auf, ich gehe nochmal ins System zum Hauptmenü, dann möchte ich bitte nochmal eingeladen werden. Gucken wir mal, ob wir das dann jetzt. No. Nochmal. Ja, wir müssen dich ja davon abhalten zu schießen und Punkte was, zu machen. Was war das für ein Lockruf? Ah, das ist aber schön, wenn man das erste Mal auf eine Karte kommt, wo man die Lockrufe der Tiere noch nicht kennt. Bei mir verhält sich das wie auf der Rennstrecke auch. Klammer auf, Call Trigger. Klammer zu, baut mir ein Auto. Ich gewinne die Rennen. Im Hunter ist das nicht anders. Dann gib mir ein Gewehr, ich schieße Gutes. Aha. Ja, jetzt ist der Löblich und der Thomas da auch. Doch, super.
Super, super, super. Ich glaube, er hat sich verschluckt. Bei der Situation mit gleichzeitig zwei Spieler reinbasteln. Da hat er gesagt, zack, ist ja ganz schön hässlich im Kackzau, ne? Zack, zack, bewahren hier. Was hat der denn hier? Der Wind geht nach Norden, ne? Quadro. Thomas, Quadro, guck mal, wo ich jetzt bin, dort ist ein Außenposten. Dort könntest du auch mal hinkommen. Ich mach dir einen Wegpunkt, damit du weißt, wo du hin musst. Das sind ja dann wieder 100 EP, wo du für bekommst, ne? Sind es 100? 100. Ja. Siehst du den Wegpunkt oder muss ich den... Ich sehe dich, aber ich sehe den Wegpunkt noch nicht, nein. Drücken wir F6, drücken Wegpunkt anzeigen. Jetzt könnte es sein, dass es funktioniert. Doch, da ist er. Da ist er. Wunderbar. Wunderbar. Ja gut, meine Damen und Herren. Ich rieche mich übers Wochenende. Da ist der Weg vom... Zweites Wochenende. Schwarzen Bildschirm. Mit der Scheibe hier. Hauen weg. Ei. Könnt ihr machen, der hat das sicher Geld gekostet. Oh, 699 Mark. Hier ist ein On-Off-Schalter. Soll ich da mal drauf drücken? Na klar, drücken Sie nur auf den Netzschalter. Der geht! Das ganze Wochenende schwarzen Bildschirm und der geht! Oh, Warnruf, Elch. Zack, zack, bewahren. Direkt bei mir. Irgendwo, aber Elch will ich aber irgendwann. Hier könnte ich. Elch kannst du noch nicht locken. Ich könnte locken, aber ich bin ja weit weg von. Oh, da ist er, da ist er. Oh, ich brauche nichts locken. Da ist auch ein Zwölch. Bitte nimm die 7 mm. 7 mm. Oh Gott. Ja, Schuss. Rennen wir noch. Ja, die rennen noch ein bisschen. Die können ein bisschen was. Alla, tödlicher Treffer, gerade eben. Männlich oder weiblicher Elch? Da habe ich jetzt vor lauter Rang drauf geguckt, ey. Hat er Hörnchen oder keine? Nee, gerne. Weiß nicht. Ja, gut. Ich hab echt nicht drauf geguckt. Echt nicht drauf geachtet. Aber ich glaube weiblich. Ich glaube, der war weiblich. Der Herr Lüttich schießt ja hier nur männliche Sachen weg. Ich gelobe hiermit feierlich. Bum. Ich habe die allerdings. Nee, was? Was? Zweimal schön in den Purpose. Wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Ich muss mal wieder ein bisschen üben mit Elch, ne? Die ganzen Hardshots, die ich sonst immer gut konnte, die sind nicht mehr so. Nun denn. Eins ja, zwei nein. Bumme, 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 bumme. Pummel, Bär. So, Herr Hund. Hast du dein Elchi? Ja, ich hab sogar noch auf dem Weg dahin noch was anderes geschossen. Aus Versehen, das kenne ich von Silver Ridge Peaks. Ah, oh, sehr schön. Ein Silber habe ich noch geschossen, ein Weißleber. Männlich. Wunderbar. Angenommen und praktischerweise liegt da hinten mein Elch. Das ist immer schön, wenn man effektiv.
wenn man die Tiere, ne, beieinander legt. Das ist immer schön. Ja, weiblich, ja, sicher weiblich. Aber. Dein erster Ölsch? Mein erster Ölsch? Mein erster Ölsch, mein erster Ölsch. So, und das Beste war, ich bin nicht von der Route abgewichen. Ist das? Oh, war das etwa ein Bär? No. Ein Schwarzer? Schwarzbär. 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 Ich begrüße Sie. Das ist der Bärentöter. Elch. Genau. So, dann nehmen wir den Hund mal mit. Den lieben kleinen Loki. Der ja heute auch mit am Start ist. Gucken wir doch mal, ob wir hier irgendwo. Oh, schön, der ganze Jagddruck da oben schon weg. Das ist echt gut, wenn er sich mit dem Jagddruck so dynamisch verteidigt, ne? Ja. Bungle, 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 bungle. Leg das Ding sofort zurück, sonst kracht es. Sally, leg das Ding sofort zurück, sonst kracht es. Kennt ihr das? Monster AG? Ne. Ja. Irgendwie ja, aber schon, boah, keine Ahnung, wie viele tausend Jahre das her ist. Bum, 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 bum. Leg das Ding sofort zurück, sonst kracht es. Oh. Ich folge mal dem Hund nach der Blutspur. Thomas hat es fast das Gründungsjahr der Vereinigten Amerikanischen Emirate oder wie das heißt. Als Punktzahl. Schön. Ah. Oh, nee, wo ist denn jetzt hin? Da, hier. War doch gerade noch in einem Buschloch drin. Ne? Zwei Stück. So, was machen wir denn hier mal? Was haben wir da? Schwarzwedel. Schwedelwarz. Hase, Hase, ich begrüße Sie. Der ist aber 30, das könnte doch noch. Doch noch interessant werden, oder? Was haben wir denn? Der da, da gehe ich doch mal gerade gucken. Der, der und der sie, aha. Der. Ich kann das immer so schwer einschätzen mit dem Anschuss, wo der dann ist. Ja, in der Mitte des rosanen Kreises. Im Optimalfall. Genau, also selbst wenn du auf die Karte guckst, hast du ja den Jagddruck und genau in der Mitte ist in der Regel der Anschuss. Okay. Kann manchmal irgendwie 5 Meter weiter links oder rechts sein, aber in der Regel ist der da. Und du hast irgendwann mal, wenn du Glück hast, das Tier ja gespottet.
Und der Spot ist ja dann normalerweise auch noch auf der Karte drauf. Nee, den habe ich jetzt tatsächlich nicht gespottet, weil der stand einfach vor mir. Ja, dann hast du aber auf jeden Fall den Jagdbock. Brumm, bum, 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 bum. Ist ja echt ein tolles Wetterchen hier, ne? Die Hasen drohen, kloppen. Nice. Das White und Schwarz. Ne, Weißwild habe ich noch gar nicht. Ich habe nur Schwarzwildspur bis jetzt gehabt. Nee, hier ist ja nichts los. Wie unangenehm. So, dann gehen wir auf der anderen Seite gucken. Ich wäre total aufgeregt. Du rennst ja schon wieder nur durch die Gegend. Ja, ich bin nur was am Abchecken. Hier kommen die Abchecker. Turn the pump. Iron Checker. Abchecker. So, mal komplett in die Richtung. Okay. Mit der Taktik habe ich in Silver Ridge Peaks eine ganze Menge Tiere getötet. Nein, habe ich nicht. Ich bin ja zu dem See, hab da... Mythisch? Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe bisher nur die Spur. Bär 92 ist Max. 500 Kilo... Elch? Wapiti. Oh, Wapiti. Wapiti, 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 Wapiti. Und es antwortet halt auch nicht mehr. Achso, ja, das spricht für Diamant, ne? Oder auf jeden Fall hohes Gold. Hat mir hier gerade jemand zugepfiffen? Okay, ist aber gar keiner. Hast du selber gepfiffen? Achso, wegen dem... Ich dachte so. Hat's gemacht. Das anerkennende Pfeifen. Palim. Ich trage hier nochmal ein Bedürfnisgebiet auf die Karte ein, ja? Ich bin mal so frei. Wichtig, wenn du Hasen jagen willst, hier ist einer. Von 4 bis 7.30 Uhr. Einer. In diesem Bedürfnisgebiet. Kommen Sie ran. Sie raus. Genießen Sie. Den Hasenschmaus. Hasenschmaus? Hasen. Ich habe auf jeden Fall schon mal... Schmaus, die Has. Elch entdeckt, ein Futtergebiet von einem Schwarzwedel. C'est un lampin, non? De la fromage avec chanson. Schwarzwedel sehr frisch. Ist schon interessant, ne? Wer ist interessant? Schwarzwedel 4. Das könnte schon mal. Oh! Ja, kommen Sie ran! So, den Vierer habe ich mir mal schon schön weggeschnunzt hier. Jetzt brauche ich wieder 3 Stunden zum Nachladen. Heiland. Da ist er, da ist er. 9? 8? 9? 10 kann ihn nicht markieren. Oh, Junge, mach es doch nicht so spannend. Oh, der ist groß, Tim. Ja, ich weiß, aber was... Oh, der ist groß, Tim. Was sagt das über Pitti? Nee, war nur ein Vierer leicht. Aber ein großer Vierer. Hohes Gold. Lecco mio. Ah, der sah gut aus. Gutes Geweih. Da kann ich den denn markieren? Oh, wir gucken auf denselben Elch gerade. Kann das sein? Wer?
Wir zwei. Oh, noch, noch ja, das kann sein. Ich habe da einen markiert. Den da. Ja. Ja, ja, genau. Oh, den habe ich gerade entdeckt, ey. Oh. Ja, ich könnte den wunderschön in die Lunge schießen, aber. Mach du mal. Der ist aber. Nee, nee, der frisst ja. Du kannst dich da ranschleichen. Das ist. Ja, oh, es gibt auch Enten auf dem Teich. Nee, der wird noch was länger da trinken. Das sieht so aus, als wäre der da ganz chillig und entspannt und bräuchte noch so 300, 400, 500 Liter in seinem Bauch. Ich markiere ihn dir. So. War sogar so weit weg, dass ich mir den nicht markieren konnte. Immer noch. Jetzt kann ich nicht. Okay. Also ich habe 250 Meter von mir. 250 Meter. Das ist krass, die Weißwede komme ich, die Schwarzwede komme ich. Oh, was für ein Geweih. Komm nicht zurück. Lecko mio. Das war knapp vor 216. Ab wann sind sie? 380. Okay, war nicht mal annähernd, Diamant. Das war ganz, ganz kurz. Nee, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Verfolgungsdistanz. 370 hat er. Von 380. Dann war es auf jeden Fall ganz knapp vor Diamant. So, Schwarzwedel in Gold 167,5. Ab 177,5. Auch 10 drunter. Schade. Wenn er am Nacken. Nacken kannst du, ja, genau. Jetzt geht er. Jetzt geht er. Nacken und Hemmen. Oh, konnte kötzen. Kötzen, lo. Tja, dafür, dass hier eigentlich was los sein soll, ist hier gerade ein bisschen nichts los, ne? Ja, wir haben auch noch Enten auf dem Teich eben gehabt, ne? Wo sind die dann hin? Aber ich bin elf und fünf. Ja. Nee, der ist in den Wald gezogen. Ich sehe den schon gar nicht mehr. Ey, wie kann man den so hässlich treffen? Okay. Bogen ohne vernünftiges Bogenvisier kannst du knicken. Ah, Scheiß halt, triffst du. Das ist halt echt die mega riesen Herausforderung, ne? Ja, weil ja schon alleine dieses doch Schnuffi ja. So dicke ist. Ja, nee, keine Organe getroffen. Krass. 34 Meter. Wahrscheinlich zu hoch, könnte ich mal vorstellen. Inventar, Waffen. Ich habe noch eine Waffe gar nicht ausgerüstet. Ich schlunzi-munzi hier. Munition und das Visier. Dann können wir jetzt mal gucken, ob wir. Never ever. Hast du noch irgendein Tier bei dir da? Nein. Tier bei dir. Heute. Im Programm Tier bei dir. Schön fein auf. Ach, das ist viel zu weit hier. Zwei schön fein? Ist das nicht diese irische. Ich habe die Markierung anders gesetzt. Entschuldigung, da ist der Außenposten. Oh, jetzt sind wir noch 400 Meter zurück vor allen Dingen, ne? Ja, Entschuldigung, ich musste hier kurz einmal etwas markieren. Einmal mit Profis. Ja. Ah, bis 11, 8 Uhr ist der Elch noch hier gewesen. Deswegen, der hat jetzt sich gedacht, oh, Junge, bis 8 Elch ist die Uhr hier gewesen. Was? Jetzt wird es auch. Feierabend, jetzt gehe ich aber. Tschüss. Jetzt wird Zeit, mal woanders hinzugehen. Was hast du denn hier so alles, Herr von und zu?
Hier, Weißwedel. Mittags. Ach, die sind mittags hier. Tja, wer weiß, Wedel. Ja, die sind da immer zwischen. Also vor allem so um 12.30 Uhr. Gut. Gut, gut, gut. Dann gehe ich doch noch mal kurz gucken, oder? Das sind ja die Wapitis, oder? Machen wir doch mal eine kleine Schnellreise und machen hier zack den Blick auf vielleicht Weißwedel. Wenn die ja da mittags trinken, dann sind die ja vorher auch irgendwo da aktiv, ne? Achso, ich darf die Markierung nicht neu setzen, ne? Wie unangenehm. Doch, mach ruhig. Nee, jetzt noch nicht. Ich sehe das Gebäude schon. Ja, okay, dann finde ich mich hier irgendwie. Irgendwie so zurecht. Da irgendwo mal. Der Elch, der Call. Nee, das ist kein Diamant-Elch, aber knapp. Schon wieder? Das ist richtig knapp. Du hast aber gerade echt ganz schön viele Vierer-Tiere, ne? Mal wieder. Ja, ich habe ja auch eine Elchkuh und Elchbullen, die beide gerufen haben. Dame, darfst du raten, wer zuerst kommt? Ja, bei mir kam auch die Kuh. Die Dumme. Die kamen zu zweit. Er war Maximalgewicht, aber... Zu kleines Geweih. Nur ein Vierer. Na, klein war das nicht. Das war auch wieder so ganz knapp vorm... Knapp vorm Bier. Schön. So, meine lieben ZuschauerInnen und da draußen. Es ist so, dass der Herr Löblich und Insider sich da irgendwie gegenseitig kämpfen und ganz, also battlen, ne, wer die schneller die schönsten. Ja, wir sind so eine, so Battler. Ja, Battle. Ja, aber ihr vergesst, dass ich nichts gut kann. Ich kann hier nur den Weißwedel Hirsch rufen und bitte warten. Wo halt den denn voll in, so ins Rücken. Ja, okay, das war natürlich. Da hätte man einfach mal ein bisschen tiefer halten müssen, ne? Schade. Thomas, wenn du Hilfe beim Callen brauchst, melde dich bitte. Dann komme ich zu dir und dann kann ich hier alles versuchen, mit meiner zärtlichen, engelsgleichen Stimme anzulocken, zu rufen, zu singen. Nein, singen lieber nicht, das tue ich euch nicht an. Da vorne ist irgendwie was Schwarzes rumgelaufen, aber weg ist es. Interessanterweise kommen die beide noch nicht, ne? Aber der Hunter ist ja ein Geduldsspiel. Ne? Gut, dass wir keine Geduld haben. Ich spreche nur für mich. Ich spreche von mir in der dritten Person. Ich weiß, es kommt jetzt ein Elch und ein Wapiti. Und beides sind Diamanten und ich muss mich entscheiden. Dann nehme ich das Wapiti.
Elch habe ich nämlich schon als Tiger. Das ist mir letztens noch... ich habe angefangen, Tiere in die Trophy Lodge zu packen. Ho, hat der ein Geweih, Alter. Alter, 236. Ab wann ist 290 wäre Diamant gewesen? Krass, das Geweih sieht so viel größer aus. Ist das sowas Ähnliches wie bei den Rothirschen? Dass die kleineren habe ich vielleicht doch so was von ausgestopft. Ja, kann durchaus möglich, meine Damen und Herren. Gut, der Schapapapa. Schnackt uns den doch mal, ne? Wenn er denn irgendwann mal hier aus dem Unterholz hervortritt. Underwood. Wahrscheinlich ist das irgendwie so ein kleiner Zweier oder Dreier. Stack mir hier die ganzen Kleinen weg. Ja, die Elche haben sich gedacht, puh, du, weißt du was? Nö. Heute nicht. Heute. Okay. Einfach mal, nee. Ja, kommen Sie hierher. Kommen Sie ran. Hat hier Jagddruck? Nö, geht. Nee, das geht. Ich bin mal wieder mal kurz schiffen. Maximal verwirrt. Viel Spaß und Erfolg. Tja, wenn das Wapiti weiter da uns umläuft, haben wir das Problem. Dass wir dann im Wind stehen. Es ist ja immer so, ne? Dann hast du so eine super schöne Position, wo du denkst, boah, ich bin hier unterm Baum, ich bin unsichtbar. Der Wind steht gut. Du hast einen Elch, der callt. Du hast einen Wapiti, das callt. Keins der Tiere kommt. Und in der Ferne hörst du einfach immer nur... Das ist aber auch ewig weit weg, ne? Geh dem mal entgegen. Weil das Vieh ist ja wirklich weit weg. Ist die Frage, ob das überhaupt meinen Call mitbekommt. Oder gerade so wahrscheinlich, wa? Der Elche ist gestorben. Ich glaube, sein Name, der war Torben. Ist auch ein schöner Spruch für auf dem T-Shirt, ne? Bild von einem Elch. Hallo, ich bin Torben, der tote Elch. Was machen wir denn hier mit dem Wapiti? Das Vieh callt und callt, aber ist ganz weit weg. Musste meine perfekte Position aufgeben. Nur weil der... Ich höre den Call schon wieder nicht, ne? Ich sehe es nur. Calling for your love. Oh. Das ist ja praktisch. Der ist direkt auf mich zugerannt und gestorben. Quasi der... dir quasi vor die Füße gefallen. Lotulagen. Thomas ist schon wieder hochkonzentriert.
Und? Thomas? Ja, bitte. Ah, okay. Just checking if you still live. Staying alive. Staying alive. Dude. Whoop, whoop, whoop. Sag mal, wie viele so eine Trophy Lodges kann man eigentlich haben? Keine Ahnung. Spring Creek Manor habe ich, glaube ich, dreimal schon oder so. Ach so, ach, man kann mehrere haben, ja, sozusagen. Ja. Okay, geil. Und in die... Ich glaube, ich muss mir schon eine machen, alleine für... Saseka Safari. Saseka Safari. Ist größer. Da kannst du auch die Waffen aufstellen. Und Spring Creek Manor kannst ja nur ausstellen. Kommt er? Aber nicht so richtig. Aber das ist doch. So richtig Bock haben die Tiere hier gerade nicht bei dir, ne? Ich hab so das Gefühl, die spawnen wieder weg oder so, also keine Ahnung. Also über 400 Meter, die spawnen die. Also die sind dann nur aus der Renderdistanz. Du siehst sie nicht mehr. Sie sind auch da, aber du siehst sie nicht mehr. Dieses Wapiti hier oben, das lässt sich... Bären kann ich recallen? Verletztes Kitz. Also Bären? Verletztes Kitz. Hast du doch schon. Ja. Ah, alles klar, jetzt verstehe ich, warum hier. Die sind ja erst ab 12 da. Da können wir ja mal da lang gehen. Denn dieses Roosevelt-Wapiti wird sich jetzt nicht mehr anlocken lassen. Das wird auf dem Weg zum Bedürfnisgebiet sein, damit es dann pünktlich an die Futterkrippe kommt. Noch das gute Essen kriegt. Oh, Doppellunge, geil. Und nicht schon wieder Reste essen muss. Abend. Panzer. So. Machen wir uns doch mal auf die Sache. Wenn wir... wir laufen quasi direkt dahin, ne? Das macht ja keinen Sinn jetzt, ne? Das sind wir ja zu früh. Das macht doch ja keinen Sinn, ey. Das ist die akademische halbe Stunde, wo ich hier schon wieder zu früh am Start bin. Das ist so typisch deutsch. Ich bin auf jeden Fall zu früh. Ich komme auch immer zu früh. Der
schnellste... Interessant, wie wir heute so alle in unserem eigenen Jagdgebiet rumrennen. Im Wilden Westen. Wild West. Ja, das ist so ein bisschen so, Thomas, du bist jetzt, du hast jetzt die 7 mm, du, Kümmer dich. Genau. Good luck. Ja, so in etwa. Pass mal auf. Wir machen, wo bist du denn? Du bist da unten. Du bist jetzt groß, mein Junge. Du hast jetzt die 7 mm. Das ist dein Gewehr für richtige Männer. Also dränge er sich an, verfolge er Spuren, begebe er sich aus dem Wind. Toi, toi, toi. Das, mein Sohn, das könnte alles einmal dir gehören. Ui. Hey, Zippe. Okay, das war jetzt, das war aber jetzt auch die VW-Stimme, ne? Was? Das war aber jetzt die VW-Stimme, ganz ehrlich. Also, das letzte, was du jetzt gesagt hast, wenn du jetzt das sagst, wie die VW-Werbung damals war. Ja, oder hier Volksbanken, Raiffeisenbank. Wir machen den Weg frei. Und erst, wenn ein Auto all diesen Ansprüchen bla bla bla. Ich habe leider keine Ahnung von dieser Werbung. Ist das Volkswagen, das Auto. Nun zeiget mir den Anschluss. Nichts ist unmöglich, Toyota. Diese Kacke. Oh Mann, das ist alles Mist. Ah, das ist da. Ist da jemand Silver Ridge Peaks verwöhnt? Meinst du mich? Ja. Warum? Ah nee, weil alles Kacke und hier überhaupt und ist doch all Scheiße. Das können wir doch besser. Ich jage Tiere mit nem Messer, denn das ist ehrlich. Das ist Elch ehrlich. Hauptsache, wir haben keine anderen Zuschauer außer uns drei. Ja, natürlich. Und Hi Man! Kona! Hello! Hello! Oh, hallo! Ach, der steht genau hinter dem Strauch hier, ne? Ein Elch geschossen? Angeschossen, stand dumm. Guck mal, den habe ich bestimmt auch getroffen. Weiß nicht, der flüchtet noch. I don't know. I don't know. Ich geh mal gucken. Der ist noch nicht gestorben. Zweimal doof getroffen. Macht die Sache nicht besser. Das klang ja schon fast wie Erotik. Loki, ich bin doch schon längst auf dem Weg. Komm ran. Such bitte die Schweißfährte. Danke. Oh, zweimal keine Organe getroffen. Das war zweimal ganz schön mies. Oder wie der Agecrawler sagen würde. Über das nach Halle. Wollen wir nochmal gucken. Ob wir denn. Sind wir nochmal frei sein, hier neue Runde, neue Wahnsinnsfahrt. Heute gibt es nicht eine Runde zu zwei Reisen. Was?
einpreisen. Wo ist der Hund? Ach, das waren noch Zeiten mit Ware einpreisen. Hund, ja, ich höre dich schon. Wo bist du denn? Da irgendwo, ja. Es ist zu viel hohes Schilf hier. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ach, da. Okay. Schön, wir sind schon bei 50% Lebensenergie. Wenn ich ihn ja nochmal sehen würde, weißt du, dass ich dann aber vielleicht nochmal Schuss hinterhersetzen könnte, aber. Hamna, hasala, hala. Jetzt habe ich noch einen Warnruf von einem anderen männlichen, glaube ich. Sei denn, der hat hier irgendwo gedreht. Der Hund. Ach da. Oh, stell dir mal vor, wir haben 25 erreicht. Hast du getroffen, großen Zeh? Da liegt er. Ich vermute es. Oder ich habe ihm oben das Ohr weggeschossen oder so. Ah, das Öhrchen. So. Ja, nee, ich habe das Herz ein bisschen verfehlt und habe dann auch keine Lunge getroffen. Gut, ne? Gell. Ach, scheiße. Eieiei. Oh, das ist ja gemein. Naja. Zweimal knapp dran vorbei ist halt auch vorbei, ne? Schade. Ach so, zweimal, scheiße. Zweimal naja. Vorbei. Das kannst du also auch nicht. Nein. Ja gut, das zweite Mal war er da lief er natürlich, ne? Das war dann ja. So auf der Flucht nochmal, habe ich gedacht, komm, großes Ziel in die Lunge. Na klar. Zuerst, er stand ja auch nur für den Herzschuss 50 Meter vor mir. Stand für den Schuss. Ein Standschuss? Sozusagen. Thomas läuft in die falsche Richtung. Ja, also aus meiner Perspektive laufe ich gerade genau in die richtige Richtung. Ah, okay. Das ist, ja. Verstehe. So kann man auch recht einfach politische Meinungen erklären. Da ist jeder in der richtigen Richtung unterwegs. So, das war eine einfache Lunge. Einfache Lunge ist erstmal okay. Komm schon, ey. Keine auf erst. Ach, ey, mach schon wieder. Ja, lass den laufen wollen, Leute. Ist mir egal. Machst du schon wieder einen Bär oder was? Nee, ein Elch, aber. Ist schon gut. Okay, weil ich hatte gerade einen Call von einem Bär und da habe ich schon gedacht. Aber gut, ich kenne das ja, ich soll nicht denken. Ich habe auch keine Ahnung, von wo der kam. Ich habe nur ein kleines, leichtes Uff gehört. Vielleicht kam er von über dir. Vielleicht war es ein Übercall. Ein Flugbär. Ein Flugschreibär. Okay. Ein Wunderkugelschreibär. Ja. Hund, komm mal ran. Es wäre doch lustig, wenn hier am See so ein Bär steht, der die ganze Zeit schreibt, Kugel! Kugel! Guck mal, Tim, Kugelschreiber. Das ist der Anachronist. Der Chronist, der Schreiber, der... Oh, hallo. Ja,
Okay, wer ballert? Ecke nicht. Scheiße, da ist aber jemand gefrustet. Steht ihr so nicht zusammen? Nee, nee, nee. Aber offensichtlich hörst du ja seine Schüsse. Ja, ja. Warte mal, wie weit ist er weg? 500 Meter. Ach so. Ist das Ding jetzt schon wieder... Oh, ey. Ist schon wieder die Munition leer. Mann. Nee, jetzt ist der... Nee, also... Tim, jetzt ist die Markierung schon wieder auf der anderen Seite, ne? Also, meine? Ja, deine. Ja, ja, ich brauch die hier. Wo bist du? Wo bist ja. Ja, du kannst doch nicht eine Markierung. Nee, ernsthaft jetzt. Du kannst doch nicht eine Markierung setzen und ich laufe dann dahin in die Richtung und dann setzt du die wieder um. Dann laufe ich wieder zurück. Okay, das pass auf. Ja, pass auf, bleib wo du bist. Ja, nee, ich. Alles gut. Ich hab mir ein Tier markiert. Ich geh jetzt zum Außenmarkierung. Ich gehe jetzt zum Außenposten hier und fertig. Das macht jetzt hier. Ich wusste nicht, dass du meinen Markierungen folgst. Ich lass dich schön über die Karte laufen. Ja, witzig finde ich das nicht tatsächlich. Ja, Doch 2 Stunden meines Lebens, die vergeudet worden sind. Vergeudet. Nicht vergoldet. Vergoldet. Schön 2 Stunden meines Lebens vergoldet. Was? Und ich bin doch so ein Silberfan. Eieieiei. So ein Elch, einfach Lunge, die laufen schon noch ganz gut, ne? So, bist du zum Außenposten? Ist da ein Außenposten? Thomas? Ich bin zu einem Außenposten, ja. Ja, okay. Machen wir das jetzt folgendermaßen. Zack, zack. Zack, Zeptowan. Chip, chup. Chippidip, chup. Ich bräuchte chip, mal ganz chip, kurz chip, hier chip, chua. Eben jenes hier. Weg. Reicht das schon? Reicht schon. Sehr gut. Thomas, ich mach das wieder gut. Kann ich dir überhaupt gar nicht vorstellen. Ja. Guck mal, ganz oben rechts auf der Karte erscheint jetzt ein Zelt. Da kannst du dann gerne mal hinkommen. Zeptowan. So, dann kannst du hier hinaus stolzieren und dir den Außenposten mal schnappulieren. Schnick, schnackerig. Schnipp, schnapp, schnibbelibab. Schnibbelab. Schnippbab, schnibbuber. So, was machen wir denn dann? Dann könnten wir doch auch mal... Schnipp, schnapp, schnippuber. Was hast du denn hier für... Na gut. Schnipp, schnapp, schnippuber. Ach so, der Thomas hat ja noch eine komplett dunkle Karte, ne? Du bist ja noch nicht so viel hier gewesen. Deswegen verlässt er sich noch auf deine Markierung, Tim. Ah, verstehe, verstehe, verstehe.
Markiere eine Rening. So, wenn du jetzt auf der Karte ein Stückchen weiter süd und ein bisschen weiter westlich mich siehst, da ist auch ein weiteres Zelt. Da kannst du noch mal kurz vorbeikommen. Und dann schauen wir mal, ob der, was der Herr Löblich denn alles hier für Bedürfnisgebiete. Das ist alles nur so Stokenten. Kente. Ein bisschen Elch, ein bisschen Hase, ein bisschen Braten. Bratan. Thomas, was ist jetzt eigentlich bei dir das nächste Ziel? Geld oder Level? Beides. Das ist die richtige Antwort. Siehst du mich? Meinst du die Markierung mit 7,11 Kilometer? Nein. Meine hier, pass auf. Da, ich mache eine andere Markierung. Da ist nämlich ein Zelt in der Nähe. Kannst mal gucken, ob du da hingereist kommst hier. Ich weiß immer nicht, einfach nur um es mal gesagt zu haben, wie sinnvoll das ist, im Multiplayer von Außenposten zu Außenposten zu reisen und da Zelte hinzustellen, weil er hat ja dann quasi keinen Grund mehr, noch über die Karte zu laufen und zwischenzeitlich Tiere mitzunehmen. Weißt du, was ich meine? Also das meiste Geld habe ich verdient, als ich alleine über die Karte gelaufen bin, um Außenpunkte und Aussichtstürme freizuschalten. Und zwischendurch alles an Tieren mitgenommen habe. Und das wenigste Geld habe ich auf den Karten verdient, auf denen wir am Anfang unterwegs waren und quasi mir per Zelt alles freigeschaltet haben. Weil ich dann auf den Karten einfach keine Lust mehr hatte, irgendwie durch die Gegend zu laufen. Also ich finde einfach, dass ich auch gar nicht, also ich kann hier gar nicht alleine laufen. Also wenn ich kein Tier locken kann, renne ich nur auf Sicht. Ja, ja, okay. Ja, so, das bringt mir gar nichts. Also entweder gehen wir auf eine andere Karte, wo ich dann auch alleine wo ich auch alleine jagen kann, aber das bringt euch ja dann nichts mehr, wahrscheinlich. Ja gut, aber die einzigen, wo du alleine kannst jagen, ist eigentlich nur Leighton Lake und Hirschfelden. In Hirschfelden kannst du die Rehe locken und du kannst die Füchse locken. Das war's. Weil den Wildschweincaller hast du noch nicht. Doch, Geweihrassel, du könntest Dammwild könntest du noch anlocken. Damn. Rothirsch kannst du nicht locken. So, und hier kannst du Blöcklöckufer für Schwarzwedel und Weißwedel. Blöcklöck, das ist dieses schwedische Nationalgetränk. Ne, deswegen, das ist una cerveza nacional. Und auf der Silver Ridge Peaks kannst du nur die Maultierhirsche anlocken. Ui. So. Jetzt ist die Frage, möchtest du noch einen weiteren Außenposten haben, Thomas, oder? Nee. So, dann würde ich. Habe jetzt auch nicht gedacht, dass wir jetzt hier von Außenposten zu Außenposten reisen. Nee, ich wollte einmal oben rechts und einmal den hier. Wir können jetzt hier links ans Wasser und gucken, was da so rum ist. Und ganz oben hast du Wapitis, wenn du die jagen möchtest. Was am Wasser ist, weiß ich nicht. Hier gibt es wahrscheinlich auch Wapitis, Elche. Hier unten sind Schwanzwedel. Ich würde mal da hingehen. Genau, 300 Meter runter an die Küste, an Ufer. Und dann... ich lasse das Zelt mal hier. Es ist ja nur Gewicht. Das braucht ja kein Mensch. So. Zack. Was packen wir uns denn nochmal ein? Kuhlmann. Waffen. 300er. 20. Ich bin am Überlegen, ob ich mir nicht ob ich mir statt der 300er nicht die 338 einpacke.
weil so viele große Tiere hast du ja hier nicht stehen, ne? Dass du einfach mehrere Schüsse hintereinander setzen musst. Ich glaube, die 300er macht mehr Sinn für Wasserbüffel, wenn du dich verteidigen musst oder so, ne? Oder? Kann es sein, dass hier in Layton auch mal mehr Weißwedel war? Das kann durchaus sein, ja. Vielleicht das wurden zu viele Great Ones gefangen. Das kann natürlich sein. So, hier sieht es noch sehr, sehr ruhig und entspannt aus. Im Süden war Schwarzwedel. Ja, genau, wollte ich gerade sagen, wir könnten im Norden über die Brücke rüber gehen und dann auf der anderen Seite mal gucken, was da so rumdüst. Hier war ich doch das letzte Mal mit dem Herrn Löblich, ne? Es nicht. Als wir in Leipenreich waren, haben wir doch hier oben versucht, die komischen Enten zu schießen, was ich nicht hingekriegt habe. Zetovan. Was ist eigentlich für eine Sprache? Ich habe keine Ahnung. Laut Hunter Call of the Wild ist es Deutsch. Ja, ist doch so. Ja gut, dauert ja auch länger mit der ganzen Synchronisiererei. Oh, Weißwedel. Ich hätte eine Spur von einem Schwarzbären bis 165 Kilo. Der ist okay. Ja. Annie ist auch okay. Hase hinter uns. Ja. Und Knochen. Immer schön drauf. Das Interessante ist, ich habe eine Spur... Ach, hier ist die wieder vom Bär. Okay, alles klar. Der ist nach Norden gegangen. Der Nordbär. Nordbär. Roosevelt war Petit im Norden. Boah, keine Ahnung. 200 Meter oder so. Da ist der... Der Kerl... Ja, 350. Kommst du hier? Komm hier. Mal um die Ecke. Da ist eine Markierung. Oh, da ist noch einer. Ein Dreier bis 450 Kilo. Das ist hier keine Markierung. Tatsächlich. Da rechts ist noch einer. Kann man mal sehen, da wird hier eine 10. Ne? Wir haben ja schon die ein oder andere Stunde hier drin gespielt. Das ist Vulva, ey. Vulva. Vulva? Vulva. Ja, war der Gegner von Anakin, ne? Ja. Also von meiner Position 300 Meter. Glaub, welche Richtung? Von mir aus jetzt genau Nord. Genau Nord. Oh, da ist noch ein Geweihträger. Zwei, drei Geweihträger. Ein Dreier, ein Zweier und einen, den ich noch nicht spotten kann. Stockente habe ich gesehen. Und noch eine. Und noch eine. Eine Stockente. Aber ich sehe im Norden nicht ein irgendwas anderes Tier. Nee, du musst weiter nach vorne. Du kannst mal noch ganz entspannte 100, 150 Metern geradeaus. Geh mal einen Ticken, nicht laufen, geh mal geduckt nach links ein Stückchen, damit ich sehe. Ah, jetzt habe ich dir auch was gefunden.
Roswell bei PD? Ja, genau, die bin ich die ganze Zeit am markieren, okay. Am Spotten und so. Genau, aber ich gucke ja, das ist ja Nord. Ja, von mir aus West. Nord. Okay, ja, das war korrekt. So, das sind von dir aus jetzt wie viele Meter? Warte, ich gucke. Die Dame sind 300. Okay. Und die Kerle sind 305, 310. Er hier sind auch 300 von mir. Der Dreier. Da hinten in der Ecke ist. Den sehe ich nicht. Deine Stockenden sehe ich zum Beispiel nicht. Weil da ist hier so ein kleines Hügelchen dazwischen. So, und ich sehe es auf der Karte nicht. Ich markiere die, gucke auf der Karte, sehe nichts. Du musst näher ranzoomen in der Karte. Dann taucht da irgendwann irgendwo. Oder du bist noch sehr weit weg. Du bist noch 200 Meter weg bestimmt. Guck mal, ob ich auch näher ran kann. 180 Meter. Also ich kann sie dir jetzt nicht mehr markieren. Ich laufe gerade in eine andere Position. Ja, ich habe jetzt den Wegpunkt da hinten gesetzt und jetzt sehe ich, dass ich 175 Meter entfernt bin. Ja, dann kannst du ganz entspannt auf 150 ran. Ich weiß nicht, wo du da Deckung findest. Vielleicht musst du auch wieder zurück, weil du dann höher stehst, weißt du? Dass du bessere Sicht hast, weilda ist ja ein bisschen Schilf in der Zwischenzone. Ich wollte schon Zwischenzeit sagen, aber das ist ja nicht... So, ich muss hier einmal durch. Dann kann ich dir gleich wieder Informationen geben. Ich glaube, für die Enten müsstest du, wenn, mit Schrot arbeiten. Und Schrot ist halt effektiv auf 50 Meter. Ich glaube, 75 könntest du probieren, aber eine Ente, aber... Da ist dann aber auch Entegelente. Aber sowas kommt. So, ich bin jetzt knapp 150 Meter dran. 100, ja, 150. Einen könnte ich mir wahrscheinlich, vielleicht zwei, schnacken. Ja, ich bin jetzt auch 150, aber hier ist auch eine etwas erhöhte Position. Oder ich müsste versuchen, stehen zu schießen. Der sogenannte Schießer. Stinkler. Ja. Dann? Ich versuche... Welchen schießt du dir? Ich hätte gerne einen Dreier. Okay, das ist der Zweier, den du markiert hast. Der Dreier müsste rechts irgendwo stehen. Links daneben. Oder, ja. Ich nehme mir dann den Zweier da vorne irgendwo. Mit dem richtigen Kaliber kannst du die doch beide wegschnacken. Da musst du nur noch Durchschlagskraft haben. Hat er nicht. 7 mm. Achso, ich habe die 300, da komme ich auch nicht durch. Roosevelt war Pitti, sind ganz schön stabil. Mhm. Thomas muss anzählen. Ja, ich brauche noch Position. Ein bisschen wie der Elch. Klar. Oh,
Fluss noch ein bisschen gehen. Ja, ja. Wir sind noch eine halbe Stunde da. So, hier kommt Lüge. Gehen wir drauf. Oh Gott! Ja, bitte? Ah, ja, hinter dem. Ach nee, war der Fuchs, der hat mich erschrocken. Doch, doch, Kuhjude. Ich hole jetzt den, den ich jetzt markiert habe. Der andere ist jetzt hinter dem Weibchen. Kannst du den Freier holen? Okay, das wird ein Kunstschuss, okay. Kunstschuss! Du musst. Sauber. Alle vier tot. Alle fast vier. Dann können wir jetzt einsammeln gehen. Meiner lag im Knall, dein zweiter lag im Knall, den ersten habe ich nicht gesehen. Mein Mädchen ist weggelaufen, ist aber auch gestorben. Mädchen. Mein Manu. Thomas, sag was zu deinem ersten Schuss. Knall oder... Nee, der ist getroffen, ja. Also es gab eine Animation, soweit ich das gesehen habe. Ja. Aber auch gestorben. Ja, hier vorne liegt ja auch schon direkt ein. Dodelig. Ja, das müsste meiner sein, ne? Oder? Ja, ja, der hier ist mir. Schön so, ins Herz geschossen. Hier hinten ist für meiner. Übrigens, wenn ich demnächst sage, du musst anzählen, wäre es toll, wenn du einfach sagst 3, 2, 1 oder sowas. Okay, weil ich habe gesagt, du musst anzählen, dann höre ich schon. Ich so, okay. Jetzt oder nie. Okay, das war auf jeden Fall... Der war schön. Ja, der war direkt tödlich, ja. Halswirbel. Achso, hier ist der andere von dir, ne? Du bist dreimal in die falsche Richtung. Das letzte. Ah, da, okay. So, ich habe das Mädel. Muskel, Leber, Darm. Auch ein Silber geworden. Muskel. Lunge. Gebrochen. Ja, schön. Ich würde dann mal nach den Enten gucken. Die sind weg. Enten sind super sensibel und Wir haben kaum geschossen. Genau. Wir haben auch nur ein bisschen Jagd probiert. Weiter nach Norden. Was ist? Gehen wir dem Herr Lüttlich aus dem Weg oder? Nee, komm, wir können aber versuchen hinzugehen und den ein bisschen nerven. Ja, ich bin irgendwie die ganze Zeit auf euch zugelaufen und dachte mir, ich laufe einfach dahin, wo ihr seid und hab dann irgendwann festgestellt, dass ihr einfach jedes Mal, wenn ich so auf 2 Kilometer ran war, wart ihr plötzlich wieder 7 Kilometer in irgendeiner anderen Richtung. Und dann habe ich es einfach irgendwann aufgegeben. Und außerdem finde ich immer, verjagen wir uns gegenseitig zu viele Tiere, wenn wir alle auf einem Fleck jagen. Ja, zu dritt ist das richtig. Das stimmt wohl, ja. Thomas, such dir mal einen Außenposten, dann kommen, gehen wir da hin und machen von da aus weiter. weil da oben ist nichts mehr. Also, ja, mehr wenig. Also, links ist an den... Fluss lang, da ist halt ein bisschen was. In der Mitte, Belmont, an den Seen.
Weißt du, da wäre zum Beispiel eigentlich eine coole Sache. Ich weiß nicht, den müsstest du haben. Ach, du bist zu dem, ja? Alles klar, ich komme zu dir. Wir müssen dann nach links rüber. Nach Westen. Auch wenn dann der Wind nicht so mega super ist, aber da sind wenigstens Tiere, die wir verschrecken könnten. Irgendwie, was haben wir denn hier noch? Was haben wir denn hier drüben? Da könnten wir zum Beispiel mal hingehen, Thomas. Die Markierung, die du gesetzt hast, genau. Ich bin da vorsichtig geworden. Die Markierung, die ich jetzt gesetzt habe, ist ein Außenposten. Und da müssen wir uns hier an den Seen irgendwie langschlagen. Mal gucken, wo wir rüberkommen und wo nicht. Über sieben Seen musst du gerne. Karambal, Karacho. Ein Whisky. Oh, Weißwedel, da muss ich mal ganz kurz gucken gehen. Und schon verabschiedet sich gleich die Markierung. Nein. Die bleibt. Und die Markierung so. Ciao. Aber du kannst ja eine eigene setzen. Auch an die gleiche Stelle. Nur so ein Gedanke. Ah, war uncool. Ach. Wir hatten weißer Wedel, männlich, hatte hier kurz mal Hallo gesagt. Und ich möchte ihn mir wenigstens mal angucken, wenn er schon grüßt, ne? Und täglich grüßt. Der Weißwedelhirsch. Chup. Chup da war. Chup, chup, chup. Chup, chup. Zap, zarap. Was haben wir heute? Donnerstag, ne? Richtig. Hast du überlegt, ob Zarab heute Abend noch kommt im Fernsehen? Nee, aber bei Epic gibt es zwar wieder ein neues. Achso, ja, siehst du. Ja. Zack, das ist der Löblich weg. Nein. Ach, es wäre doch so schön, wenn jetzt hier... Die Skylines gab es ja in letzter Zeit irgendwie nur Scheiß. Ja, das hier ist kostet, glaube ich, 40 Euro Vollpreis, aber sagt mir nichts. Irgendwas mit Musik, bla, keine Ahnung. Sagt mir nichts, irgendwas mit Musik, bla. Ja, ich habe den Namen mir nicht gemerkt. Und City Skylines war schon in meiner umfangreichen Bibliothek. So schnell geht das hier. Einmal kurz Weißwedel und dann nie wieder was gehört. Das hat gut getan. Herrlich. Herrlich. Oh ja. Der Herr. Oh, Den kann man bis hier rüber schmecken. Ist das? Ey, wirklich, den schmeckst du durch die Kopfhörer. Ach, ja. Einfach, weil, boah. Ja, das. Ich glaube tatsächlich, dass die Geruchswellen die Kopfhörermembran zum Schwingen bringen. Das sind gar keine Sahara. Das ist gar nicht Sahara-Sand, der in der Luft ist. Nee. Das. Apropos Sahara-Sand. Nee. Ja. Nee. Tim? Ja. Bitte mal weiterleiten. Was ich hier gerade gesendet habe. Okay, noch ist. Auf WhatsApp. Hallo, Smiller Hilf, auf WhatsApp, aber.
du gerade WhatsApp gesagt? Ach, da ist gerade angekommen, ja, alles klar. Ja, ich sehe es, ich sehe es, ja, warte. Öffne und denke mir, Ja, wo soll ich das hinleiten? Hier vorne und zu. Dort. Und das zweite Foto werde ich natürlich auch entsprechend an die korrekte Stelle. Heiland, der ist direkt vor mir. Da habe ich, du kannst mich doch hier nicht so erschrecken. Mai, oh Mai, oh Mai, oh Mai, oh Mai. Mai, oh Mai. Oh mein Gott. Ich war doch mit G, ich bin automatisch gegangen, ja, und auf einmal so 5 Meter vor mir, so. Gut, ich glaube, der Weißwedel ist nicht so weit weg. Ist er da hinten am Stehen? Oh, schon wieder große Elche. Perfekt hier mit dem Unterholz, ne? So ein Mist. Caramba, Carajo, mein Whisky. Caramba, Carajo. Ein Gin. Wo bist du, Weißwedel? Wo bist du? Jetzt brunft sich ja noch ein Elch rum. Oh, warte mal, wenn hier... Nee. Dann... Oh, der Thomas hat einen Elch erwischt. Ja. Oh. Weg zur Markierung, verstehst du? Wie unangenehm. Also für den Elch. Ja, auf jeden Fall. Doch auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der Weißwedel ist oder was er macht. Aber wenn das hier ein Futtergebiet von dem Weißwedel ist, dann würde es erklären, dass er nicht rankommt. Oh, hallo, da ist er ja. Oh, hallo, da liegt er ja. Keine Ahnung, ob es ein Dreier oder ein Vierer ist. Nein, es waren 2er. Gehe ich mal von aus. Und? Ja, hier ist ein Ruhegebiet von Weißwedeln. Hier ist ein Ruhegebiet. Das erklärt, warum der nicht direkt gekommen ist. Ja, ich komme im Ruhegebiet auch immer nicht. Ja, man muss sich auch entscheiden, finde ich, ne? Entweder Ruhe oder... Ach, Sand. Ja. Schwarzwedel. Jetzt kommt hier gleich noch ein Schwarzwedel. Ich könnte ja nicht mehr. Oh. Oh. Ich nehme mal ganz kurz hinten an. Gold. 2,13. 2er. Schönes Geweih. Annehmen. Yeah.
So, Thomas, wie sieht es bei dir aus? Wo bist denn du? 5, 6. Wegmarkierung. Soll ich zu dir kommen? Du hast ja da was markiert. Oder? Ja, das ist der Außenposten da. Ah ja, ja, da sehe ich hin. Genau. Das war jetzt meine Frage, ob ich dich da. Soll ich mal in deiner Nähe bleiben wegen Callen und so? Pack mal die Markierung einfach woanders hin. komm, ich komm zu dir. Aber wenn ich möchte, dass der Thomas zu mir kommt, muss ich nur die Markierung zu mir setzen. Ach, das ist korrekt. Und schon kommt er dann. Kommt da der Thomas. Quasi ein, wie war das mit dem Hasenfänger? Nein, im Roggen, nein, Rattenfänger war es. Ne? Catcher in the Rye? So, ich laufe mal gerade 500 Meter hinter dem Mr. T hinterher. Das ist ja verrückt mit dem Sand. Ja. Das würde ich mir mit dem, würde ich mir sammeln und sagen, hier Freunde, das ist richtiger echter Sahara-Sand. Da bin ich gewesen. Warum ist das hier so neblig? Und wie spät haben wir es eigentlich im Spiel? 12, okay. Der Herr Löblich knallt hier schon fleißig die Bärchen ab. So, Fuß, lieber Loki. Auf geht's. Ich glaube, auf der Karte sind wir genau im Wasser. Wir sind quasi Jesus und sein Hund. Waagerecht. Achso. Aber ich finde es schon erstaunlich, dass hier nicht so viel los ist. Ja. Ist halt Mittagszeit, ne? Und es ist nicht Silver Ridge Peaks. Wir hätten dich eigentlich nie dahin mitnehmen dürfen. Weil auf allen Karten ist wenig los, außer dort. Silver Ridge ist so quasi... Vor allem sind hier überall Blutspuren. Blut ist Bedürfnisgebiet. Elch 545 Kilo. Ja, nein, vielleicht. Na, wird wahrscheinlich Silber sein. Oder Sojajol. Wie schwer müssen die werden? 600? 620, glaube ich. Oh, okay. Haben wir hier etwa ein Gewässer, um das wir rumrum müssen? Panzer, ich begrüße Sie. Es geht sich um Folgendes. Sie verschenken doch diese Kartäuserkatzen. Ja, jetzt kommt noch ein Punkt. Das war der Geist. Kann man die auch dünsten? Elch-Call ist raus, Thomas. Aus Nordwesten war eine Elch-Kuh, die gecallt hat. Liegt ja quasi auf dem Weg, ne? Gehen eigentlich so Alkoholiker-Kühe zu QAnon? Was? Was? Ich... Ah, ah.
Ja, nee, nein. Also so ganz genau kann ich dir das überhaupt gar nicht. Ja gut, meine Damen und Herren, man weiß es nicht. Meine Damen und Herren, man weiß es nicht. Ja. Das hier sind auf jeden Fall Blutspuren von einem angeschossenen Tier. Ja, danke. Ja. Oh. Blöd. Sollen wir das jetzt suchen? Ich hab keins angeschossen. Na lass doch mal den Hund hinterher. Ja, ich lass den Hund. Hier ist ein Bär in der Nähe. Ah, den will ich haben. Okay, ich calle. Ach, sehen. Jetzt muss ja irgendjemand von euch auf den Elch geschossen haben, den er noch nicht eingesammelt hat. Kümmerst du dich um den Bären, dann mache ich in die Blutspur weiter, ja? Ja. Ich bin gespannt, wenn wir den wirklich finden, was denn am Ende dann da steht. Da bin ich auch gespannt. Ich nehme den mal an, ja. Mhm. Ich habe die Elchdame nämlich gefunden, die hier liegt. Trophäe bestätigen. Aha, keiner. Wirklich? Ja, keiner. Das ist meine, die aus der ersten Session, wo ich rausgeflogen bin. Ja. Weil ist mit dem britischen 303-Geschoss mit Polymerspitze geschossen worden. Ja. Ist ja krass. Ne, dass das Tier trotzdem noch drauf ist. Ja, aber eure Punkte waren ja auch noch da. Von daher macht das schon Sinn. Werden die Punkte nicht erst gut geschrieben, wenn du sie einsammelst? Es war einer dieser gottverdammten heißen Tage hier draußen in Leighton Lake. Tim, Thomas und Danny hatten ihre Gewehre rausgeholt und saßen im strömenden Regen in ihren Außenposten und versuchten, Tiere zu erschießen. Ja, weiter, du erzählst gerade schön. Mir fällt leider nichts weiter ein. Ich bin so unkreativ, wenn ich spontan sein muss. In der Ferne sahen wir einige Elche und Weißwedelhirsche und auch ein Bär hatte sich schon bereit gemacht, aber das war nicht unser Ziel. Unser Ziel war ein Iberico-Schwein. Nach 4 Tagen in der Kälte und im Regen stellten wir fest, verdammt, das ist hier gar nicht Spanien. Dann können wir auch zum Außenposten gehen und dort einen. Dann können wir auch zum Außenposten gehen und da trinken wir einen Whisky und rauchen eine Stange Marlboro-Zigaretten. Ganz gelässlich einen guten Schiss auf dem Donnerbalken hinterlegen. Einer dieser gottverdammten guten Schüsse auf dem Donnerbalken von Leighton Lake County. Toll, die ganze Zeit war ja alles voller Viecher, jetzt haben die keinen Bock mehr. Naja, bei dem Regen hätte ich auch keinen Bock, ne? Was haben wir denn hier? Hier war auf jeden Fall ein Bärchen, ein Bärchen, ein Teddy. Teddybär, Weibchen. Hast du den Teddy eingesammelt? Ja. Gut. Männlich, weiblich? Männlich, weiblich. Stellte er die Frage in die Runde und wusste genau, er bekommt eine Antwort. Zum Dank ging er auf die Map, sagte Markierung entfernen. Ich habe auch die ganze Zeit in meinem Kopf, hat sich gerade so ein... Tim und Thomas hatten den ganzen Tag schon Beef miteinander. Während Tim die ganze Zeit Markierung entfernte, antwortete Thomas einfach nicht mehr. Es war ein Graus. Anstatt zusammenzuarbeiten, legten sie sich lieber gegenseitig Steine in den Weg. So ein bisschen... Ja, ist doch egal. Also, das könnt ihr schon lange zuhören, ne? Oh,
Okay, das heißt, wir machen jetzt in Zukunft den Hunter als Rollenspiel, ja, als Roleplay. Na, ich lade euch hier schön in mein Jagdgebiet in die USA ein. Wir sind eben mit dem Flugsimulator hier rüber geflogen. Sind einmal kurz über das Gebiet und ja, gleich lassen wir die Drohne steigen. Warum bist du eigentlich nur noch 1,2 Kilometer von uns weg? Kommst du zu uns rüber oder was? Die Sonne in der Wohonga-Savanne brannte auf unserer Haut und der Staub kratzte in unseren Augen. Der Sahara-Sand hatte sich auch auf Thomas Firmenwagen niedergelegt. Beziehungsweise... Oh, keine Ahnung, ob das ein Firmenwagen war. Beziehungsweise keine Ahnung, ob das überhaupt ein Firmenwagen war. Wir hatten nur Bilder gesehen und konnten nicht mehr unter dem Staub nicht mehr so richtig erkennen, um welche Automarke es sich überhaupt handelte. Herr Löblich entschied sich, den Hochsitz wieder zu verlassen, um den Hirschen hinterherzugehen. Es konnte doch nicht sein, dass sie sich im Wald versteckten. Zwischen Bäumen und Hecken wollten sie sich verstecken. Sie ließen sich necken, inmitten von Zecken. Was? Oh, jetzt höre ich schon wieder eure Schüsse. Schüsse. Ja. Ich muss da ganz mal kurz eine Bärendame. Oh! Da hat sich doch gerade was bewegt. Thomas, weiter bei dir in Richtung Markierungen müssten irgendwo Weißwedel weggelaufen sein. Hallo, ich bin der Herr, ich bin der Hell, weil alles mal das Rahal. Es kann was dauern, bis ich wieder da bin. Den Bären habe ich nur so semi getroffen. Der konnte noch mal 3 Meter laufen. Tim hatte den Bären leider nur so semi getroffen und der konnte noch 3 Meter laufen. Und selbst nach 4 Metern waren wir immer noch bei 25-50% Luftspur. Oh. Der Semi-Gaillard, Remi-Gaillard. So. Der Mimatin. Da. Herr Löblich begab sich auf einige Meter nach Nord, nach Osten. Plötzlich war er wieder von Tieren umzingelt. Elche, Weißwedel, Hirsche, Bären, alle waren sie da. Herr Löblich wusste nicht, für welches Tier er sich zuerst entscheiden sollte. Für den Bogen hat er nicht das richtige Visier dabei, deswegen war es zu gefährlich. Er wollte die Tiere auch nicht sinnlos verletzen. Auf der anderen Seite wollte er aber auch nicht zu laut sein und möglicherweise... Stopp, Thomas, da kommen Elche rechts von dir. Dame, eine Elchdame. Da kommt ein Weißwedel auf dich zu. Genau auf dich zu. Da ist die Dame, der Kerl kommt. Die Dame. 50 Meter dahinter. Da ist ein Zweier, klein. Und daneben, der ist größer. Da ist ein Zweier, der hat ein bisschen mehr. Siehst du sie? Meine Position 170. Liegt. Die Elche kommen auf dich zu. Da kommt noch ein Weißwedel auf dich zu. Alter. Damm dich aber. Ich noch mal. Ich glaube, ich habe eher nicht getroffen. Was? Echt? Jetzt backt die Elchdame einfach da doof rum, ne? Und ich hätte drauf schießen können, aber... Schloch. Tja, weg war sie. Oh. Ich habe hier noch ein Weißwedel liegen. Soll ich annehmen? Den kannst du eigentlich annehmen, dann bist du auf meiner Seite. Ja, Bronze. Muskelhüfte, Darm.
Ja, der war noch so im Laufen. Ja, der war. Auf dem Weg, auf und davon. Away. Wichtig ist, zwei männliche geschossen. Gut für den. Zwei männliche geschossen. Kaltzeit. Fund. Fund. Mit Schloch. Kojote. Okay, 200 Meter weg irgendwo. Oh, der sogenannte Kojote. Da kommt wieder die Jägerzweisheit. Ja. Was? Ah ne, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die ja sage. Beim letzten YouTube hat es ja rausgeschnitten. Mindestens in den Kommentaren. Achso. Ja, YouTube hat sich manchmal bei manchen Sachen ein wenig zickig. Oh, Bär. Schwarze Bär. Ja, da muss ich selbst drum kümmern. Ich folge einer Blutschweißfährte hier. Ja, ich kümmere mich darum. Wo ist der Hund? Es riecht nach einem nassen Bär. Da ist der Hund. Bär. Wo ist er? Da stand auf einmal ein Weißwedel direkt vor mir. Da musste ich mal kurz mich verteidigen. Entschuldigung. Die sogenannte Weißwedel-Sau. Weißwedel-Verteidigungsstellung. Zack. Weißhuch. Eine WVS. Hab kurz einen Knall gemacht. WSV. Sümpfe so. Von Hicklake. Wie krass weit weg die Schüsse klingen. Nein, hier ist ein Schwarzbär-Ruhrgebiet. Oh, shit. Auf der Flucht oder was? Nein. Oh, oh. Was war das? Das war der Weiß. Weißwedel, Schweißwedel, es wedelt hier sehr. Aha. Albino oder irgendwas Besonderes? Einer gehenden Elchkuh ins Herz geschossen auf 150. Einer gähnenden Elchkuh? Einer gähnenden. Die gähnt jetzt. Oh ja, der saß gut. Sie gähnt jetzt ein letztes Mal. Oh, der Bär rennt da noch. Rennt da Bär. Da Bär. So, dann kann ich jetzt hier vorne einmal Weißwedel-Dame einsammeln. Und dann zwei Elchkühe.
So, zack. Schön Herzlunge, ja. Herzlunge. Herzlungenmaschine war das hier. Die war leider defekt. So, die war nicht so schön, aber die ist auch gestorben. So, jetzt zurück zum Thomas. Der hat ein bisschen Vorsprung. Heider Dautz. Deine, deine, deine. Da war die Elchkuh ganz schön weit gelaufen. Da kam mir noch eine Elchkuh dazwischen und noch ein Weißwedel. Der Thomas müsste noch 400 Meter bis zum Außenposten haben. Und meiner einer noch einen Kilometer. Kilometer. Da hat er ja ganz schön Vorsprung, wa? Was hat der? Und bekam mal wieder keine Antwort. Was? Hochkonzentriert in die Weißwedeljagd vertieft. Einer dieser gottverdammten heißen Tage hier draußen in der Wüste von Leighton Lake. Thomas gab schon wieder keine Antwort und Tim löschte wild irgendwelche Markierungen auf der Karte. So konnte das nicht werden. Ich bin John G.T. Kacker, du ausgetrockneter Pferdehoden. Geil, Alter. Ey, schön. Brauchen wir keine Zuschauer, ey. Wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht warum sehe ich den Bären ohne, aber mit nicht? Was ist eigentlich, wenn ich jetzt den Wegpunkt immer so im Kreis setze? Thomas, dann auch im Kreis. Sollen wir es mal ausprobieren? Boys, du kommst jetzt mal gepflegt, könntest du mir mal sonst wo, verstehst? Ja, ich lasse mich da jetzt von dir dann nicht mehr vorführen, ja. Die ganze Zeit so ein Schmarr mit mir machst, irgendwo, der sagt, der schleicht die. Ah, da läuft er nach links, da läuft er nach rechts. Okay. Nein, schleicht die, so preis ich da nicht da. Rechts preisen. Das ist wie ein Arschlochsuppen hier. So, ich hätte ja einen kleinen Hasen gehabt, der mal von links nach rechts und wieder zurückgelaufen kam. Ich hatte auch schon mal einen kleinen Hasen, Junge, ich kann dir sagen, ich kann sagen, meine Freunde, ich habe ein Häschen. Schön hier, schön entlanglaufen, aber... Ein kleines Häschen, ich bin vom ADAC. Verstehst du? Im Abschleppen. Schätzelein, Häschen ist tot, ne? Wie ist die wandern, ey? Kurz mal. Prärie-Hase? Haselhoff? So, scheiß Bären haben sich jetzt 20 Mal gerufen und jetzt, wo ich da war, war keiner mehr da. Bären sind sensibel. Wind, okay, das lassen wir. Da musst du schon vorsichtig mit sein. Ach, guck mal, wir treffen uns. Kurz vor Ende des Streams finden wir doch nochmal zusammen, ja? Schön. Ja, alle drei zusammen. Alle drei zusammen. Und der Hund schaut dabei zu. Herr Lüblich, bringst du noch das Feuerholz mit, bitte? Hast du den Bären für zu verspeisen, oder wie? Nee, aber den Hasen. Also du hast den Hasen. Ja, stimmt, ich hab den Hasen. Dann können wir alle drei uns einen Hasen teilen. Hase! Oh, hier gibt es 5 Hasen in diesem Futtergebiet. 7 Uhr bis 10.30 Uhr, die sind jetzt schon weg. Schwarzbär. Schwabe. Habe die Ehre. Habe die Morgen. Habe die Ehre, habe die Ehre. The Black Bear. Direkt daneben.
ruhen die Kojoten. Quasi die besten Freunde des Hasen. Da meint er, ruhen die Kojoten. Das sind alles ein paar... Da kommt, glaube ich, ein Weißwild oder Schwarzwild auf dich zu. Ein Schwarzwild. Das ist ein Bär. Das ist ein Bär. Bär. Ach, Bär dich doch sonst wohin. Wenn es ein kleiner, leichter Bär ist, dann ist es ein Bärlauch. Wie Goofy sagen würde. Wo bist du, Bär? Wo? Hab mich gehört. Osten. Da, steht da. Der Peter. Da. Ach Gott, ja. Das ist mir ein bisschen wie er weit weg. Nee, meiner kam hier aus Südwest. Osten wollte ich auch ein paar Punkte machen. Ja, liegt im Knall. Bett? Ja, ich hab ihn gerade geschossen. Bett? Im Knall! Weg, oh, zack! Aber voll right in the heart! Ja, kurz anvisiert. Right in the heart, my friend! Kurz anvisiert, nicht lange, nicht lange nachgedacht. Schnick, schnack, weg. I didn't really think about it, just shot him right in the heart, my friend. I think so. Yeah. So awesome, dude. Kennst du einen Texas Hardshot? Texas Hardshot? Why it's a Texas Hardshot, my friend? Du schießt ein Tier von hinten ins Herz. Mm. Ja, hier schön ins Herz, ne? Zickzack annehmen. Ich kenne arabische Brille. Aber das ist was anderes. Aha, ja, das passt. Vielleicht nicht gerade jetzt unbedingt hier hin. Nein. Was ist denn hier schon wieder? So. Scheiße, krieg Bilder von dir überdauern bis in alle Zeit. So, nachdem ich ja den Bären hier weggeschnackt habe, stellt sich natürlich die Frage, wo jagen wir jetzt hier noch was? Oder wo gehe ich hin? Ich gehe zum Thomas. Der Thomas braucht eventuell nochmal einen Call für den Bären. Weil immer wenn es zum Bär geht, geht der Bär weg. Da hier ist okay. Ich bin jetzt die ganze Zeit geschlichen. Nix mit... Ja, wenn du den nicht callen kannst, oder hast du einen Caller? Nein, hat er nicht. Ja, das ist... Bär musste callen, weil ansonsten geht der halt einfach weg. Und einem Bären hinterherrennen funktioniert auch nicht. Also wenn du einen Bären hörst, sobald du einen Bären-Call bekommst, am besten in Deckung, unsichtbar, nicht im Wind, still auf der Stelle sitzen bleiben und callen. Und wenn du Glück hast, ist er so in 15, 20 Minuten Realzeit bei, irgendwo in schießbarer Nähe. Die schlurfen halt so ganz langsam in deine Richtung, völlig losgelöst von der Erde. Die haben halt die Gemütlichkeit, ne? Grab der Schwarzbär in der Herde. Ja, wirklich. Also generell Raubtiere. Oh, Bär. Die hören halt super, die sehen super. Die schnuppern gut. Und wenn du dich in deren Richtung begibst, dann eigentlich nur krauchend, kriechend. Gleitend. Gleiten 1. So, weil ansonsten, die hören, glaube ich, einfach vor allem auch sehr gut. Also im Wind ist scheiße, wenn sie dich sehen, ist scheiße und wenn du zu laut bist, ist auch scheiße. Unterm Strich, keine Bären jagen. Bärsternchen in. Jo gut, dann lieber euer schönen Bärwurzen trinken. Oder du hast wirklich Glück, du siehst ihn irgendwo und denkst dir, ach, alles klar, Waffe raus, anlegen, schießen. So wie ich gerade. Ja. Anders. Ja. So wie Tim gerade. Anders ist dann ein bisschen schwierig, meine. Like the aber generell finde ich, also jetzt zumindest mal für mal ein mich, Abo da. Hier ziemlich wenig Tiere, ne? Hier.
Naja. Wir haben jetzt 14.20 Uhr und die sind jetzt alle nicht mehr hier, ne? Die fressen und trinken hier bis morgens um 9, hier der Schwarzbär bis um 12:30 und dann ziehen die weiter. Oder auch dieser Schwarzbär nicht mehr. Der zieht nicht mehr weiter. Der ist dann tot. T-O-T-H. Ja, und die Tiere, die wir jetzt hier geschossen haben, die müssen wir erst wieder spawnen und hierhin zurückkommen, ne? Ja. That's correct, my friend. Very awesome. Thomas, hast du den Außenposten angenommen? Ja. Thomas. Das heißt, ich darf endlich die Markierung woanders hinsetzen. Du hättest schon die Zeit woanders hinsetzen. Schön. Jimmy, mach doch einfach. Machst du doch sowieso die ganze Zeit. Nee. Was? Nee. Ich kann nicht mehr so viel kriegen. Ich will nicht mehr so viel kriegen. Brauchst du meine Erlaubnis dafür, oder? Also. Na, ich muss es dir nur sagen, ne? Ich muss dich halt darüber informieren, wenn ich was ändere, ne? Oh, ich hab damit kein Problem. Hatte ich die ganze Zeit nicht. Information, Alter. Information. Information. So hast du halt die Karte kennengelernt. Ach, du. Möchtest du weiter laten? Also wir haben jetzt noch 20 Minuten oder so. Sollen wir da laten bleiben oder sollen wir den kurz jetzt mal... Jetzt die Map wechseln ist doch totaler Quatsch. Einmal kurz Silver Ridge Peaks, weißt du so... Oh, hier läuft was. White Whale! White Whale... Aber jetzt stehen wir im Wind. Das ist dann... White Whale... Was macht er denn da? Hatte ich K.O. gelaufen. Was war denn durch ein Weißwedel? Durch ja, ein Weißwedel ich hab's gesehen, es war ein Killer-Weißwedel. Es kam aus der Deckung Scheiße. Raus. Ja, gesehen. Hat sich einmal, einfach rot gerannt. Einmal drüber und über den Peter und da war er weg. Da war über den Peter. Das heißt zwischen Peter. Über den Kamikaze-Wedel. Da war er einfach mal weg, ne? Unglaublich. Du war einfach mal weg, ne? So, da kommt er da rüber, ne? Und das macht er nicht da weg. Das macht er nicht da weg. Ich hab dich gerecht, hat er dich einfach mit seinem Hüfchen ins Gesicht getreten, ne? Das hat er schon gemacht. Du hast ja dir einfach schön auf den Hoden gelatscht, ne? Ja, gut, wenn das so ist, so, dann verziehe ich mich wieder zurück in die Hütte. Ich setze ja schon mal einen Tee auf, ne? Kann man nochmal ein bisschen rum reinmachen, ne? Das schnacken wir noch ein bisschen. Und das schnacken wir noch gut gehen, ne? Ja, das ist schön. Jetzt fängt auch so eine steife Brise an hier. Ja, das Schiedwetter hier. Ja. Oh, Schiedwetter hier. Das, da kommen wir mal schön in die Hütte ja. Und dann schnacken wir dann runter, ne? Nicht lang schnacken, Kopf im Nacken, ne? Ja, so machen wir das, ne? Ja. Je nachdem, dass hier Kopf im Nacken ist, umso schneller sind wir dann schön gedieselt, ne? Oh, das ist schön, das ist über die Idee, Thomas, ne? Möchtest du dein Killer-Reh hier nochmal sehen, oder? Ja, du kannst nochmal für mich draufschießen. Killer-Reh sehen? Nochmal draufschießen, okay, pass auf, mach auf. Ja. Ich nehme aber die große Wumme, ja? Da nee, mach es nicht, nee. Mach es nicht. Also nein, also wer am Boden liegt, hat verloren, Punkt. Okay, also nicht mehr draufschießen, aber okay. Alles klar, dann nehmen wir an. Ich habe hier in die Lunge geschossen. Zack. Scheißen Arsch. Weg, annehmen. Oh, wobei, Tim, jetzt verstehe ich auch, wie er das gemacht hat, ne, der Schlingel. Du hast mich als Köder benutzt? Ah. Okay, verstehe. Ja, wenn du meine Markierung nicht mehr brauchst, dann... Dann kannst du ja auch mal schön weiter für mich arbeiten, ne? Zwar auch, ich markiere dich vielleicht auch mal, ne? Der Löwe ist noch ein bisschen geärgert. Also so ja wohl nicht. Was? Wie? Was? Na, oder was? Oder wie? Ich hab grad gesehen, Tim ist 67 Meter entfernt. Dann... Oh! Bär! Alles klar! Call ist raus! Ja, ist meiner. Ich gehe mal eine Birke aufsuchen. Siehst du, hätte ich nicht gepfiffen, hätte der Bär keinen Laut von sich gegeben. Dann hätten wir gar nicht gemerkt, dass der hier, ne, ist.
So, ich stehe neben einer Birke. Ich bin immer noch sichtbar. Wer hat denn erzählt, dass man neben Birken nicht mehr sichtbar ist? Geh in den Birkenwald, in meine Pillen Birkenwald. Thema Birkenwald. Ich bin gegen Birken allergisch. Also wenn ich gleich pfeife und niese, dann tut mir das sehr leid. Dann war das nicht meine Inten. Zion? Yes. Ah, ist so schön, wenn du meine Sätze vervollständigst. Stunden später so. Ach Gott, ich kann es nicht. Ich kann so einen Satz nicht einfach so stehen. Ich kann so nicht arbeiten. Lassen. Hast du ihn schon gesehen? Nein. Das ist ein Männchen. Achso, das habe ich gesehen, ja. Okay. Das habe ich an der Stimme erkannt. Ah, weil die... Ah, gut, der Thomas kommt auch angerannt. Sehr gut. Märchen vom Waldwinkel. Ist der Ausweg aus der Spaßgesellschaft. Wenn ich dich schon sehe, wenn ich dich schon sehe. Zurück. Ich habe eine Spur, da kann ich dir sagen, dass Sagan? Unser Bärchen. Je voudrais Sagan de la chanson avec de fromage de Renault, créateur d'automobile. Eine kleine weibliche Freundin hat. Sau. Die hier ganz entspannt lang. Ich dachte, der ist vom anderen Ufer. Nee, der hier ist das gleiche, tatsächlich. Der hier ist auch, der steht halt auf Skinny, ne? Das ist so eine 40 Kilo Dame, ja. Das steht auf Bärlauch. Mit Appetit. Oh, da ist er. Im Dickicht. Da, ja, also. Oh, dort drüber halt. Ne? Das kann ich vergessen, da ist Wind. Ich möchte aber keinen Geruchsreduzierer benutzen, also gehe ich mal weg. Ich möchte keinen Geruchsreduzierer benutzen. Hast du nicht irgendwie 400k? 500, 600k? Ja, möchte ich nicht. Ja. Spaß. Nee, möchte ich nicht. Außerdem, ich calle und lock den hinter mir her. Ach, Pack 3,99 Euro, so ein Quatsch. Was hältst du dann? Ja. Nee, einfach aus Prinzip nee. Dann wird das Spiel ja noch einfacher. Ja, alles mit einer. Dann triffst du vielleicht auch mal was. Ja, könnte natürlich passieren. Du hast 1500 Spielstunden und bist erst Level 10? Ja, ich call halt die ganze Zeit nur. Achso. Ja, und beobachte dann die Tiere und oh, guck mal, süß. Ein Hase hat mich kaputt gelaufen. Oh. Unten am Fluss. Ja. Wirst du da eigentlich verletzt, wenn dich ein Hase anrempelt? Nee. Genauso wie das Dickhorn-Schaf. Das war ja auch sehr zärtlich zu mir. Dickhorn. Oh, jetzt habe ich diesen scheiß Ohrwurm. Siehst du, das funktioniert. Ich kann ihn hinterher locken. Ich bin das Häschen. Ich bin das kaputte Kitz. Komm, folge mir, kleiner Bär. Sonst kannst du mich nicht fressen. Follow me. Ich hoffe, dass ihr mich dann auch schützt. Ne? Nicht, dass der Bär dann auf einmal mich frisst. Und wo kommt denn der Bär? Ich glaube ja, der hat Geschmack. Achso, deswegen lässt er mich in Ruhe. Oh. Weil du stinkst. Du benutzt ja kein Spray. Nö, warum auch? Deswegen wird er dich nicht fressen, weil der denkt, nee, der stinkt nach Mensch. Würde der nach Tierpisse stinken, dann würde ich ihn fressen. Aber der stinkt nach Mensch, da habe ich keinen Bock drauf. Menschen stinken. Genau. Urin. Das Problem ist, dass Urin ist sind die Kräuter der Natur. Urin Trouble. Nicht jetzt noch, wenn ich bin, dann sage ich, ich bin denn da drüben an der Lampe, das ist bei YouTube zensiert schon für mich frei. Schreib mir bitte keine Briefe. Nimm mich jetzt auf, wenn ich miefe wie ein Aal.
Eine frische Nase. Oh, das hätte ich nicht mehr verlangt. Gase, ganz egal. So, Copyright Strike incoming. Ich dachte auch über den Charakter gar nicht aus. Sehr schön auch. Sehr schön auch. Ich baue dir ein Haus aus Schweinskopfsülze. Findest du das nicht schick? Oh, jetzt habe ich den Bär auch gesehen. In die Wände, das Gefleisch. In die Fenster aus Pik. Bom, 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 bom. Oh, und jetzt brüllt mich hier auch noch ein Kojote an. Oh, so Kojote habe ich ja noch gar nicht, ne? Die sind super, super nervig, weil die einfach nicht kommen. Den kann ich mit so einem Hasen-Ding Den kannst du mit einem Hasen-Caller callen, der nicht nach Hase klingt, sondern eher nach, nach einem Hahn. Keine Ahnung, warum das Ding Hasen-Caller heißt, weil es klingt halt wie, als würde es Kikeriki machen. Oh, ich glaube, der kommt genau auf mich zu. Ich muss mal was probieren. Kann ich schießen? Auf wen? Was? Wann? Weißwild? Schwarzwild? Ne, dann gehe ich noch ein bisschen hoch. Da bin ich weiter von euch weg. Schwarzwild und Schwarzwild. Oh, da kommt ein Mordselch angeladen. Drei sehr leicht. Noch nicht ganz maximal leicht. Ja, das ist schon mal auf jeden Fall ein Mordselch, ne? Oh, da hinten läuft der Kojote. Er ist aber auf der Flucht. Echt? Das ist ja auch ein Fluchttier. Ja, 100, 100 und. Von hier weg in welche Richtung? Wind, Süden. Deswegen auch Flucht. So, was ist hier mit dem Elch? Schieß ich jetzt hoch. Hat er Pech. Die alte Arschkrampe. Finde ich auch gut. Jetzt ist der Bär aber auch endgültig weg. Gut, dass ich den sehr aufwendig hinter mir hergelockt habe. Ja, ich wollte doch so gern mit ihm kuscheln. Dem kleinen Teddybär. Ah, wir könnten Glück gehabt haben und das war über 200. Ah ne, da hinten sitzt er noch. Lichtlauf rennt, steht. Fernglas geht mir auf den Sack. Ich sehe ohne Fernglas sehe ich ihn, sehe ich die Silhouette, sehe ich ihn durch die Bäume. Hol ich das Fernglas raus, Bär weg. Dieser Hochsitz ist ja mal völlig für den Puppel, ne? Wer hat denn da die Bäume nicht weggesägt? Also ganz ehrlich, wenn ich doch einen Hochsitz aufbaue mit Blick auf den See, dann muss ich doch alles, was im Weg ist zum See, Blick auf den See. Einmal mit der Kettensäge lang gehen, muss ich oder? Mit der Kettensäge. Einmal lang, zack, zack, fertig. Einmal kurz, einmal lang. Egal, bin ich nachgeladen. Ich könnte kotzen. Ernsthaft? Ah, jetzt legt er sich dahin. Ich könnte ja kommt mal... Kommt doch von Süden. Schon, wer gehört. Ich habe schon mal gesagt, Schwarzwild. Süden, ja. Ganz schön. Wie weit ist denn der weg? 124. Komm, steh noch auf. Erwischt! Könnte ein bisschen tief gewesen sein. Ist zwar totgestorben, aber beim Bären musst du oben zwischen die Schultern spießen. Spießen? Zwischen die Schießerschulden. Ach, da drüben sitzt er. 238 Meter weg. Das probiere ich. Meter mit der... Ah, muss hier weg. Mit was? Muss hier weg. Ja. Meter. Schwarzwedel. Dry. Sehr leicht. Ein Hase klopft ganz nervös. Ein Klopfer hast. Und drohend ebenfalls. So.
So, da ganz klappt der, Hose. Ich habe keine Ahnung, wo ich den getroffen habe. Oh, den habe ich gut getroffen. Den habe ich total nicht gut getroffen. Er ist zwar tot gestorben, aber ist ja auch nur ein Schwarzwedel, ne? Todelig. Wollen wir da mal kurz vor Ende des Streams doch nochmal ein Schwarzwedel mitnehmen. Es lief auch noch ein Bärchen irgendwo da in der Ferne rum, aber... halt die Skinny, weißt du, die Kleine. Die Nullgröße lief darum. Also, der hier war... Ah, doch, Glück gehabt. Muskelleber, Brustwirbel. Ja, ich sag ja, zu tief. Und genau mittig zwischen beide Lungenflügel geschossen. Das ist der... Bronze. Sogenannte Safety Shot. Safety dann. Zwischen den Lungen. So, wie komme ich jetzt da rüber? Muss ich hier jetzt echt außen rumlatschen, Arbeit? Ich muss jetzt hier echt außen rumlatschen. Boah, habe ich schon mal erwähnt, dass... Hasen. Hallo, worauf hast du denn geschossen? Und womit? Ein Hasen. 7 mm. Schön mit der 7 mm. Nee. Mit der 2,42. Ist auch zu groß. Auch zu groß. Aber laut ist die vor allem. Alter Falter. Ich habe gerade, das klang ja, als hättest du da irgendwie... Irgendwas Nachflugkörper in den Wald geschmissen. Da ist doch ein Bronze geworden. Ja, so mal ja beim Hasen, das bringt halt auch dann einfach Geld. Man kann auch zum Beispiel mal so einen Kojoten mit falscher Munition schießen. Die Kohle ist die gleiche. Du kriegst halt nur nicht so viel XP. Ich kann doch nicht hier lang, ich muss doch außen rum. Wäre ein Silber gewesen. Ich habe ihn leider in den Magen geschossen. Magen. In den ruhenden Darm. Und mit dieser herben Enttäuschung verabschiede ich mich an dieser Stelle ganz herzlich von allen Zuschauern und Zuschauern, Abonnentinnen, Abonnenten und die, die alle neu hinzugekommen sind. Ich möchte noch mal ganz kurz an den Abo-Knopf erinnern, ans Liken, ans Teilen und an den Herrn Löblich, dem Sing-Kanal, Herr Löblich, auch hier auf YouTube zu finden ist. Man möge doch auch dort ein kleines Hallo und Hallöchen hinterlassen, den Abo-Knopf drücken, den Like-Knopf drücken und dann sehen wir uns, so Gott will. Gracias. In aller Frische wieder. Morgen. Madet gut. Bleibt gesund. Schwingt so hoch. Bis denn dann. Ciao, Kakao. Tschüss mit Üs. Tschüss. Ciao mit Io. Au reservoir. Dans la fromage. Avec chanson. Croissant.